Hallo John, von der Zeitschrift für marxistische Erneuerung. Ja, wir reden über die Ausgabe 138. Der Schwerpunkt ist Überausbeutung und globalisierter Kapitalismus. Genau, jawohl. Schön, dass du da bist, John. Ja, hallo Anton, danke für die Einladung. Ja, du wirst gleich mit Janina Puder über die Überausbeutung sprechen und dann kommt Gerd Wiegel dazu, um über die Proteste gegen Recht zu sprechen. Aber kannst du uns erstmal einen groben Überblick über die ganzen Inhalte der Ausgabe Nummer 138 geben? Ja, also über alle natürlich nicht ganz, aber ich sag mal die wichtigsten oder so ein paar, die der Schwerpunkt sind. Also wir haben Überausbeutung diesmal als Thema gewählt. Das hat im Prinzip zwei Gründe. Zum einen wollten wir die Diskussion über das Konzept einfach mal abbilden und soweit uns das eben möglich ist, auch fortsetzen und aufgreifen. Überausbeutung haben vielleicht manche, die jetzt zuhören, schon ein bisschen mal mitbekommen als Konzept so in der marxistischen Diskussion oder in der dependenztheoretischen, weltsystemanalytischen Diskussion, ist ein Konzept, was eher daher rührt, so in unseren Breitengraden in der Diskussion, dass man unter anderem versucht, jetzt zum Beispiel die Rolle von migrantischer Arbeit im Kapitalismus hierzulande ein bisschen besser zu verstehen und nicht nur das zu fassen als es gibt Formen von Ausbeutung plus Rassismus als so eine Art Add-on, was dann besonders krasse Ausbeutung rechtfertigt oder legitimieren soll, sondern auch ein bisschen stärker das als einen politökonomischen Zusammenhang, sage ich mal, zu fassen. Also das ist so ein bisschen das, was jetzt zuletzt auch mehr diskutiert wurde an dem Konzept. Da gibt es aber sehr viel, was noch offen ist, beziehungsweise was zu diskutieren wäre. Und das haben wir gedacht, wollen wir einfach mal abbilden, also diesen Begriff. Da gibt es eine marxistische Diskussion drum, teils mehr im angelsächsischen Raum, im deutschsprachigen Raum aber auch. Also wir sind da nicht die Ersten. Und das wollten wir mal aufgreifen. Wir haben es aber auch aufgegriffen, muss man gleich sagen, weil es eine Gastredaktion gab, die uns das Thema auch vorgeschlagen hat und da auch ein paar Autoren und Autoren vorgeschlagen hat, die da noch ins Heft gekommen sind. Also es ist sozusagen, auch wenn wir haften, nicht nur auf unserem Mist gewachsen, sondern maßgeblich Janina Puder, aber auch Bafta Sabo und Eleonora Roldan-Mendivil, also die den Einleitungsartikel geschrieben haben, haben uns da quasi extern zugearbeitet und haben selber auch Vorschläge gemacht. Also die sind da als Gastredaktion auch sehr wichtig gewesen, weil sie an dem Thema eben sitzen und Janina Puder, mit der ich gleich spreche, die arbeitet auch zu dem Thema schwerpunktmäßig. Was sonst drin ist, versuche ich mal kurz zu umreißen. Also das ist das Heft, so sieht's aus. Und was wir auch aufgegriffen haben, darüber reden wir auch heute, ist die jüngere Protestdynamik jetzt gegen die AfD. Also jetzt im Anschluss an diese Korrektivrecherche, von denen alle mitbekommen haben, gab es dann ganz viele Leute, die auf die Straße gegangen sind gegen die AfD und irgendwie sehr diffus auch gegen rechts. Und wir wollten mal gucken, was hat es damit eigentlich auf sich? Was ist das für eine Bewegung? Wo kommt diese Dynamik her? Was sind aber auch die Widersprüche und auch vielleicht die Schranken, vor der die politisch und so weiter steht? Ich will auch mal auf ein Projekt hinweisen, was unter dem Schwerpunkt soziale Bewegung bei uns im Heft drin ist, was ich persönlich sehr interessant und auch sehr wichtig finde, das ist der sogenannte Streikmonitor. Also wir haben quartalsweise sozusagen im Heft eine versuchen mit externen Autoren und Autoren, also die angebunden sind, an die Redaktion eine statistische Übersicht über Streikentwicklung in der BRD zu machen, also Klassenkämpfe, wenn man so will. Und das immer so ein bisschen zu sortieren und dann teils auch einen Jahresrückblick sozusagen zu geben. Also wie entwickelt sich das Streikgeschehen? Das finde ich ist ein sehr verdienstvolles und jetzt für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen oder generell mit Klassenverhältnissen arbeiten, auch wichtiges Thema. Und das ist wieder mit drin, also Arbeitskonflikte im Jahr 2023. Dann haben wir eine Textfortsetzung von Peter Schaar zu KI und Digitalisierung und dann eine Reihe von weiteren Beiträgen. Zum Beispiel, ich nenne jetzt eher so die Stichworte mal, also Grundzüge marxistischer Kunstsoziologie von Jens Kastner hat den ersten von zwei Teilen veröffentlicht. Rainer Zimmering hat was dazu geschrieben, wie der Gaza-Krieg in Lateinamerika aufgegriffen und verhandelt wird, also von Regierungen, aber auch von der Öffentlichkeit. Und also was vielleicht für Zuhörerinnen, die euren Kanal jetzt schon länger verfolgen, auch nicht uninteressant ist und was mich persönlich auch sehr freut, weil das Thema eben wichtig ist,
ist, dass euer ehemaliger Kollege Fabian Nehring, mit dem wir früher auch die Heftvorstellung immer gemacht haben, also liebe Grüße an der Stelle auch, viele Grüße, was geschrieben zur Ausdifferenzierung des Kapitals und Ungleichheit innerhalb der lohnarbeitenden Klasse. Also hat einen Artikel beigesteuert zu Klassenstrukturanalyse. Und das sind jetzt nur ein paar, aber das ist so ungefähr grob drin. Die Hauptthemen, über die wir heute reden, sind aber eben diese Überausbeutungsfrage und die Proteste. Ja, sehr schön. Dann würde ich mich gleich auch zurückziehen und euch die Bühne überlassen, oder? Mhm. Gerne, ja. Dann begrüße ich jetzt Janina. Ich hoffe, du hörst mich. Hallo, Janina Puder. Hi, ich höre dich gut. Du bist Sozialwissenschaftlerin und Soziologin und formal Politikwissenschaftlerin an der Universität Kassel. Und du arbeitest zu Migration, zu Klassenverhältnissen und eben auch zur Überausbeutung und hast dazu jetzt im Rahmen der Doktorarbeit, die du geschrieben und veröffentlicht hast, auch schon was geschrieben und hast jetzt als Teil der Schwerpunkt- oder Gastredaktion, sage ich mal, den Artikel auch maßgeblich mit betreut. Also Überausbeutung als Konzept ist euer Thema und ich denke, viele, die uns jetzt zuhören auf diesem Kanal, haben schon was von Marx gehört, die haben sicherlich auch schon was von Ausbeutung gehört. Aber für alle, die jetzt noch gar keinen Begriff haben oder gar keine Berührung hatten mit dem Konzept Überausbeutung, was ist denn das jetzt? Also ist das einfach eine quantitative Steigerung von Ausbeutung, so ist es einfach noch krasser und intensiver oder womit haben wir es da zu tun? Ja und nein, würde ich sagen. Also natürlich geht es irgendwo um die Frage der Intensität der Ausbeutung, aber es geht auch ein bisschen darüber hinaus. Also uns ging es jetzt erstmal mit diesem Schwerpunkt, dass wir an euch herangetreten sind und gesagt haben, lass doch was zur Überausbeutung machen und dass wir uns ja auch selber damit beschäftigen, also BAFTA und Eleonora ja auch in dem Diversität der Ausbeutung Sammelband und ich dann eben in der Doktorarbeit. Eigentlich letztlich darum, dass wir so ein analytisches Verständnis gewinnen wollten von verschiedenen Ausbeutungsverhältnissen und wie die eben auch zusammenhängen und letztlich auf die Klassenverhältnisse und Konflikte wirken. Also in dem Sinne geht es erstmal darum, eine bestimmte Form der Ausbeutung überhaupt zu verstehen und sie als Überausbeutung erfassen zu können. Und da in dem Kontext ist es schon so, dass im Verhältnis zu den regulären Ausbeutungsverhältnissen, ich sage das mal so in Anführungsstrichen, Überausbeutung sich tatsächlich nach unserer Definition dadurch auszeichnet, dass es eine intensivere und extensivere Steigerung der Ausbeutung gibt. Und das aber unter Bedingungen, unter denen die Verausgabung von Arbeitskraft sozusagen nicht reproduktionssichernd ist oder eben eine Reproduktion der Arbeitskraft gewährleistet, die aber unter einem gesellschaftlich definierten Mindestniveau quasi fällt. Und dann ist aber im Prinzip jetzt trotzdem das Interessante an dieser Unterscheidung zwischen Ausbeutungsverhältnissen und Überausbeutungsverhältnissen einerseits, dass eben so versucht wird, du hattest es ja auch so ein bisschen auch politökonomisch eingeordnet, versucht wird, überhaupt zu verstehen, inwiefern die Kapitalseite permanent versucht, die Ausbeutung von lebendiger Arbeit auszudehnen, eben zum Zweck der Profitsteigerung, um im Wettbewerb zu bestehen, um Marktanteile zu erringen und das eben auch über Hebel beispielsweise wie Rassismus, das zu versuchen sozusagen. Und andererseits aber kann der Begriff auch dafür verwendet werden, eben, was ich gerade schon angesprochen hatte, zu verstehen, inwiefern ein unterschiedliche Ausbeutungsverhältnisse sozusagen auch mit den Klassenfragmentierungen zusammenhängt und wie das im Prinzip analytisch verstanden werden muss und was man daraus auch politisch ziehen kann. Und in dem Sinne ist es eigentlich nicht so, dass es nur um eine deskriptive Darstellung geht von unterschiedlichen Ausbeutungsverhältnissen oder vielleicht sogar Moralisierung dieser Sachen, sondern tatsächlich geht es um eine erklärende und eine politische Bedeutung hinter dem Begriff. Dann lass uns doch mal anfangen mit der regulären Ausbeutung nach Marx, die du auch gerade erwähnt hast. Also ihr macht es im Text so, dass ihr erstmal die groben Koordinaten oder die wichtigsten Koordinaten dessen entwickelt, was bei Marx als Ausbeutung bestimmt wird. Und das ist euer Ausgangspunkt, um dann Überausbeutung zu bestimmen. Du hast das jetzt gerade auch schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du den Unterschied noch mal ein bisschen mehr ausführen. Also was unterscheidet denn Ausbeutung, wie sie bei Marx erstmal so als Idealtypus quasi Äquivalententausch
gefasst wird, was unterscheidet das theoretisch von Überausbeutung? Wann fängt Über an? Genau, also es ist natürlich wichtig zu quasi da anzufangen, auch beim Marx'schen Ausbeutungstheorem, um überhaupt zu einem Überausbeutungsverständnis zu kommen, das dann eben auch marxistisch geerdet ist. Letztlich fangen wir in dem Artikel erstmal darüber an, sozusagen darüber nachzudenken, was sind denn Kriterien, anhand deren wir uns voranhangeln können, um Überausbeutung auch konzeptionell marxistisch zu entwickeln, und gehen erstmal davon aus, was sagt Marx zur Bildung von Mehrwerten, was sagt er da in dem Verhältnis dazu, wie eigentlich die Ausbeutung von Lohnarbeit unter kapitalistischen Bedingungen stattfindet. Und ein zentraler Aspekt ist eben, dass Marx zeigt erstmal, dass der Arbeitstag in kapitalistischen Produktionsprozessen sozusagen in zwei Teile zerfällt. Einen, in dem der oder die Arbeiterin für die eigene Reproduktion arbeitet, das heißt eben notwendige Arbeitszeit sozusagen. Und dann ein zweiter Teil, wo er eigentlich nur zur Generierung von Mehrwerten für die Kapitalistinnen arbeitet, also sogenannte Mehrarbeit leistet. Und wenn man von diesem Gedanken ausgeht, dann könnte man erstmal einen ersten Schritt vorangehen und sagen, ja gut, dann in den Überausbeutungsverhältnissen muss es dann irgendwie zu entweder einer Verlängerung des Arbeitstages kommen, sodass eben im Prinzip die notwendige Arbeitszeit, die geleistet wird, im Verhältnis zur Mehrarbeitszeit sozusagen schrumpft. Also man hat im Prinzip eine längere Phase am Tag, in dem Arbeitstag, wo Mehrwert generiert wird. Man kann es aber auch umdrehen. Man kann sagen, der Arbeitstag bleibt gleich lang. Man hat aber eine Verringerung sozusagen der notwendigen Arbeitszeit in dem gleichbleibenden Arbeitstag, das sich dann letztlich ausdrückt in verringerten Löhnen. Oder man kann eben eine Kombination aus beiden haben. Das ist erstmal so ein Schritt sozusagen in die Richtung Überausbeutung konzeptionieren. Aber das alleine beschreibt vielleicht eine Tendenz der Überausbeutung, sagt aber noch nicht unbedingt was über die Überausbeutungsverhältnisse ganz konkret aus oder sagt auch noch nicht darüber aus, ob das tatsächlich es sich hier um Überausbeutung handelt, weil es gibt natürlich auch die Möglichkeit, den Arbeitstag zu verlängern und die Leute können sich trotzdem sozusagen unter bestimmten Bedingungen reproduzieren. Das heißt also, wir brauchen noch zwei weitere Aspekte, um das theoretisch zu erfassen. Wir haben einmal den Aspekt der Frage der Reproduktionsfähigkeit oder der Möglichkeiten der Arbeiterin, sich zu reproduzieren durch die Verausgabung ihrer Arbeitskraft. Und da müsste man dann eben überlegen, unter welchen Bedingungen ist das nicht mehr möglich, sozusagen. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in regulären Ausbeutungsverhältnissen, die Verausgabung von Arbeitskraft dazu beiträgt, dass die Arbeiterin sich mindestens auf einem bestimmten Mindestniveau, was gesellschaftlich definiert ist, sozusagen reproduzieren können, um jeden Tag aufs Neue im Produktionsprozess sozusagen eingesetzt zu werden zu können, dann heißt das irgendwie ein Überausbeutungsverhältnis, muss diese Schwelle unterschritten werden. Und das auch im Marx'schen Sinne muss man im Prinzip auf dreierlei Ebenen verstehen. Einmal auf der Ebene, was ich gerade schon meinte, das ist ein gesellschaftlich definiertes Mindestniveau. Also wir reden nicht nur über Überausbeutungsverhältnisse im Sinne von die Arbeitskräfte können sich nicht mehr reproduzieren, sondern es geht auch um eine Unterscheidung eines Mindestniveaus, was gesellschaftlich festgelegt wird, was einen bestimmten historischen Kontext hat, was sozialräumlich auch eine gewisse Dimension enthält. Aber da gleichzeitig spielt auch sozusagen die jeweils typische Haushaltszusammensetzung von Arbeiterinnenhaushalten eine Rolle, weil eben im Prinzip, wenn es jetzt um Kinder geht, das ist die zukünftige Arbeiterinnenklasse, die müssen auch über den Lohn reproduziert werden. Und dann hat man eben auch noch bestimmte sogenannte essentielle Lohnbestandteile, die in diesem Mindestniveau definiert werden. Das heißt, man braucht beispielsweise über die dann über Steuern abgeführt werden, beispielsweise einen gewissen Anteil für die Bereitstellung sozialer Infrastruktur, Bildung, die Qualifikation gewährleisten und so weiter und so fort. Und hier gibt es quasi Marker, an denen man sich festhalten kann, wenn dieses Mindestniveau unterschritten wird. Und der letzte Aspekt ist im Prinzip eine generelle Vergegenwärtigung dessen, dass es natürlich in dem Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital
immer so ausdifferenziert ist, dass das Interesse der Kapitalseite immer darin besteht, natürlich möglichst die Ausbeutung auszudehnen, qua ihre gesellschaftlich strukturellen Rolle in kapitalistischen Gesellschaften, und auf der anderen Seite sozusagen das Interesse der Arbeiterinnen darin besteht, diese Ausbeutung natürlich irgendwie einzudämmen, erstmal innerhalb des kapitalistischen Systems. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie das dann in Überausbeutungsverhältnissen ist, dieses Verhältnis, dann muss klar sein, sozusagen, dass es in irgendeiner Art und Weise ein eingeschränktes oder verunmöglichtes Moment gibt, in dem quasi die Arbeiterinnenschaft sich nicht gewerkschaftlich oder politisch organisieren kann oder eben nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen. Oder dass es eben auch sowas wie fehlende institutionelle Begrenzungen der Ausbeutung gibt. Also im Sinne von, es gibt keine Arbeitsschutzmaßnahmen oder Mindestverdienstregelungen, die für bestimmte Gruppen von Arbeiterinnen, die eben unter überausbeuterischen Arbeitsverhältnissen arbeiten, sozusagen greifen. Jetzt ist es aber, also theoriegeschichtlich ist es so, das schreibt ihr ja auch im Text, das Konzept Überausbeutung kommt eigentlich eher aus der Dependenztheorie und aus der Weltsystemanalyse und beschreibt eigentlich eher oder erstmal ein Verhältnis von Zentrum und Peripherie. Mhm. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, wo dieses Konzept theoriegeschichtlich herkommt und wie dann der Weg quasi war bis zu dem, was ihr jetzt diskutiert, also wie Klassenverhältnisse vielleicht in einem nationalen Rahmen damit untersucht werden können. Also wo kommt das Konzept her? Ja, also ich würde es trotzdem nochmal auch auf quasi den anderen Ebenen, weil man kann es nicht nur darin verorten sozusagen, nochmal ganz kurz ausführen, weil der Begriff der Überausbeutung hat verschiedene Anknüpfungspunkte und Wurzeln sozusagen. Also Anknüpfungspunkte indirekterweise, wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, was Marx eigentlich im Kapitalband einschreibt, in dem Kapitel zu den englischen Industriezweigen ohne legale Schranken, dann sieht man hier, wie Marx empirisch nachvollzieht, dass es bestimmte Ausbeutungsverhältnisse gab während der Entstehung des englischen Industriekapitalismus, unter denen insbesondere Kinder, aber auch die irischen Arbeiterinnen sozusagen extrem lange Arbeitszeiten hatten, extrem schnell aus dem Arbeitsmarkt auch wieder rausgeworfen wurden, weil sie einfach physisch ihre Arbeitskraft so stark überlastet wurde, dass sie eigentlich vorzeitig aus dem Arbeitsmarkt rausgeflogen sind sozusagen. Und in dem Kontext schreibt Marx beispielsweise über Arbeit. Also er spricht nicht über Überausbeutung, er konzeptioniert es selber nicht als Überausbeutungsverhältnisse, aber er hat da schon empirische Anknüpfungspunkte oder historisch-empirische Anknüpfungspunkte. Und das ist beispielsweise auch ein Punkt, den Andy Higginbottom in dem Z-Heft aufgreift, weil er argumentiert, dass Überausbeutung im Marxischen Werk eigentlich als eigene Kategorie durchaus angelegt ist, dass Marx aber das nicht im Kontext seiner werttheoretischen Überlegungen selbst konzeptioniert hat, aber dass es eigentlich anknüpfungsfähig daran ist. Also Andy argumentiert letztlich, dass Überausbeutung eben ein Verhältnis beschreibt, das eben zur quasi Möglichkeit wird, relationalen Mehrwert zu generieren. Das ist sein Argument. Und dieser relationale Mehrwert ist im Prinzip eine dritte Kategorie zum Verhältnis sozusagen absoluter und relativer Mehrwert, wo Andy argumentiert, es steht eigentlich auf derselben ontologischen Ebene wie die anderen beiden Formen. Also es gibt durchaus hier auch Anknüpfungspunkte, die argumentiert werden können. Und wir zeigen natürlich auch, dass der Überausbeutungsbegriff auch in der US-amerikanischen Debatte in den 40er Jahren schon hier und da zwar nicht systematisch konzeptioniert wird, aber auf jeden Fall aufgegriffen wird, also unter anderem von Claudia Jones und der Kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten oder eben auch von der Black Panther Party, um eben auf diese ganz spezifischen Zusammenhang von Rassismus und Ausbeutung und der Ausbeutung der schwarzen Arbeiterinnen hinzuweisen. Aber du hast recht, also tatsächlich ausführlich konzeptioniert wird der Überausbeutungsbegriff und auch entsprechend diskutiert, dann erst eigentlich in den 70ern im Kontext der dependenztheoretischen Diskussion und vor allen Dingen durch Marini sehr groß gemacht und auch irgendwie konzeptionell ausgeführt. Und Marini ging es vor allen Dingen darum zu zeigen, inwiefern die abhängige Integration der ehemaligen kolonialisierten Länder
in Lateinamerika vor allen Dingen auf der Überausbeutung von Arbeiterinnen in der Peripherie beruht. Also er leitet letztlich die Überausbeutungsthese werttheoretisch her und begründet sie zum Teil mit der ökonomischen und politischen Vorherrschaft der westlichen Kernindustrieländer im globalen Kapitalismus. Und das Argument muss man jetzt gar nicht nur auf das Verhältnis des Zentrums Kernindustrieländer und Lateinamerika eng führen. Das kann man durchaus heute in einem komplexeren Kontext sehen. Also wenn man jetzt beispielsweise an die Arbeitsbedingungen bei dem Auftragshersteller für elektrische Geräte wie Foxconn oder sowas denkt, ja, also der lange Zeit der wichtigste Zulieferer für Apple war. Ich glaube, es ist mittlerweile nicht mehr so. Aber hier sieht man ganz klar, hier gibt es quasi Arbeiterinnen, die unter den härtesten Arbeitsbedingungen zu extrem langen Arbeitstagen ihre Arbeitskraft zu Hungerlöhnen verausgaben und das zuerst in China und jetzt, ich glaube, seit 2021 oder 2022, weiß nicht ganz genau, jetzt, neuerdings sozusagen in Indien. Und was sich hier quasi zeigt, exemplarisch, ist, dass Firmen wie Apple eben genau diese untergeordnete Position dieser Länder von den globalen auf den globalen Märkten und die Verfügbarkeit von großen Mengen an potenziellen Arbeitskräften sozusagen und den schwachen bzw. nicht existenten Gewerkschaften oder anderen politischen Organisationsformen, in denen sich Arbeiter organisieren könnten, sozusagen ausnutzen, um zu möglichst günstigen Konditionen Produkte für westliche Märkte herzustellen. Also das ist so ein aktuelles Beispiel auch dazu. Also ich springe mal zurück zu der historischen Vielfalt von Ausbeutungsverhältnissen, die du auch gerade erwähnt hast. Also dass quasi selbst Marx im Kapital das schon schildert. Weil jetzt ist ja in der Diskussion um Überausbeutung auch eine kritische Anmerkung, die manchmal kommt. Man kann das Kriterium oder die Bestimmung Ausbeutung als etwas, was auf Grundlage von Äquivalententausch, also jetzt idealtypisch bei Marx im Kapital passiert, man kann das ja nicht als ein theoretisches Modell gleichnehmen, weil die empirische Vielfalt von Ausbeutungsverhältnissen ja immer sehr viel größer ist. Also das ist eine größere Bandbreite an Ausbeutungsformen, weil sowas wie das Äquivalent dann ja auch nirgends offiziell festgehalten ist oder so oder irgendwie in einem Arbeitsvertrag steht. Und deswegen, also das ist jetzt der eigentliche Einwand, ist gar nicht immer so leicht zu sagen, wo jetzt eigentlich das Über der Überausbeutung anfängt oder wo einfach das Kapital versucht, die, wie du auch schon ausgeführt hast, den Wert der Arbeitskraft zu senken, also einfach eine Strategie ansetzt, um diesen Wert zu drücken. Man kann also gar nicht so genau sagen, wo Überausbeutung dann eigentlich wirklich genau anfängt. Du hast das gerade schon erwähnt, aber was würdest du darauf antworten? Also wie geht man damit um? Also ich finde, das ist ein sehr berechtigter Einwand, weil es natürlich nicht ohne weiteres zu bestimmen ist, das ist der Moment, an dem, wie du es gerade schon gesagt hast, hier endet die Ausbeutung, hier beginnt die Überausbeutung. Nichtsdestotrotz gibt es diese theoretischen Ankerpunkte, die ich gerade schon aufgeführt habe und die auch im Prinzip auf dieser Abstraktionsebene, über die wir quasi erstmal in die Diskussion eintreten, sozusagen überhaupt erstmal eine Möglichkeit bietet, über das funktionale Zusammenhängen sozusagen von unterschiedlichen Ausbeutungsmodi nachzudenken. Und warum überhaupt es möglich ist, dass man in kapitalistischen Gesellschaften nicht reproduktionssichernde oder unter besonders prekären Bedingungen bestehender Ausbeutungsverhältnisse überhaupt stabilisieren kann und das auch im Kontext sozusagen der globalen Arbeitsteilung. Also ich glaube, hier gibt es auf jeden Fall theoretische Bezüge, die sich durchaus auch anhand dieser Kriterien, die ich jetzt gerade genannt habe, argumentieren lassen und die natürlich auch zu einem Verständnis für die empirische Gegebenheit dann sozusagen beitragen. Das heißt trotzdem nicht, dass die Realität nicht komplexer aussieht. Aber ich finde, der theoretische Mehrwert besteht aber auch beispielsweise auch in dieser Anknüpfungsfähigkeit zu der imperialismustheoretischen Debatte. Und das macht ja beispielsweise in dem Heft auch John Smith sehr eindrücklich, indem er eben diese Überausbeutung und Monopolbildung als einen elementaren Grundpfeiler des Imperialismus theoretisiert und da auch einen Punkt hat, meines Erachtens. Und trotzdem müssen wir auch darüber nachdenken, inwiefern welche empirischen Erklärungsansätze mit der Überausbeutung verbunden ist, die sozusagen das Zusammen
Wirkung von Ausbeutung, Unterdrückung und der Abwertung von Arbeitsvermögen, die durch solche institutionellen Rahmenbedingungen ermöglicht bzw. dann stabilisiert werden, wie das überhaupt zustande kommt, sich auf eine ganz spezifische Weise dann auch in der Disziplinierung im Arbeitsprozess übersetzt, also wie diese Zusammenhänge gedacht werden können und eben auch erklären kann, warum es zu, wie sollte man sagen, also so, warum es zum Beispiel zu einer Konzentration von spezifischen Ausbeutungsverhältnissen in bestimmten sozialräumlichen Kontexten kommt. Also warum beispielsweise es Teile der Arbeitsbevölkerung gibt in bestimmten Gebieten, die eigentlich gar nicht vollständig proletarisiert sind, sondern eigentlich eher semi-proletarisiert sind beispielsweise. Also neben ihrer Lohnarbeit beispielsweise noch informelle Arbeit nachgehen oder Subsistenz betreiben und das im Prinzip im globalen Kapitalismusverständnis zusammenhängt. Und dann ist es natürlich auf einer politischen Ebene die Frage, wie diese Abwertung von Arbeitsvermögen so eine ganz klassisch-spezifische Verarbeitung erfährt, also im Sinne von eingeschränkten Solidarität oder einer Klassenfragmentierung, also inwiefern rassistische Zuschreibungen den materiellen Austrag erhalten und wie der Staat die Ungleichbewertung von Arbeitsvermögen institutionell festschreibt, auch im Sinne von spezifischen Ausbeutungsregimen sozusagen verdichtet. Also letztlich kann man, glaube ich, die Diskussion, wann Ausbeutung anfängt und Überausbeutung aufhört oder eben andersrum genau gesagt, eigentlich immer nur theoretisch, empirisch und politisch gemeinsam entwickeln. Also es lässt sich nicht auf eine Ebene sozusagen eng führen, sondern man muss diese verschiedenen Ebenen durchargumentieren. Dann bleibe ich mal beim Stichwort Klassenfragmentierung, was du gerade gesagt hast. Also Überausbeutung ist ja dann auch klassenanalytisch nicht ganz unwichtig. In welchem Verhältnis siehst du die normal ausgebeuteten, in Anführungszeichen, und die überausgebeuteten Klassenfraktionen? Also jetzt könnte man sagen, die sitzen im selben Boot, werden ja beide ausgebeutet vom Kapital. Andere würden jetzt vielleicht argumentieren, die in Anführungszeichen normal ausgebeuteten, die profitieren in gewisser Weise auch von der Überausbeutung der anderen. Wie sieht's aus? Also in welchem Verhältnis stehen die? Ja, tatsächlich ist das auch eine Frage, die schon mal so in Diskussionen bei mir aufgekommen ist. Also was man ganz klar sagen muss, dass das Überausbeutungsverhältnis nicht auf die Beziehung zwischen ausgebeuteten und überausgebeuteten Arbeitskräften zurückgeführt werden kann. Also tatsächlich besteht auch hier der Antagonismus innerhalb von Überausbeutungsverhältnissen weiterhin zwischen Kapital und Arbeit. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, also dieser Interessenswiderspruch besteht hier auch. Ich würde also im Prinzip nicht sagen, dass ausgebeutete Arbeitskräfte direkt von der Überausbeutung profitieren, in dem Sinne, dass sie diese aktiv sozusagen in ihren Interessen politisch verarbeiten. Also es geht nicht darum, dass jemand streikt für die Überausbeutung anderer Arbeiterinnen. Das gibt es nicht. Auch wenn sie im Prinzip im Hinblick auf ihre Arbeits- oder Reproduktionsbedingungen durchaus besser aufgestellt sind, wenn es jetzt um die regulären Ausgebeuteten geht oder wenn es jetzt um diese ganz schematische Gegenüberstellung geht von den Industriearbeitern im globalen Norden und den überausgebeuteten Landarbeiterinnen beispielsweise im globalen Süden. Tatsächlich gibt es aber Diskussionen, in denen argumentiert wird, dass Lohnabhängige im globalen Norden sich unter relativ guten Bedingungen reproduzieren können, weil sie eben eingebunden sind in einen gewissen Klassenkompromiss, der letztlich aber elementar trotzdem auf den Überausbeutungsverhältnissen in den Peripherien gründet. Das Argument ist an sich analytisch vielleicht nicht unbedingt falsch, das stimmt irgendwo, aber es bedeutet weiterhin nicht, dass es die Arbeitskräfte im globalen Norden sind, die diese Situation politisch oder qua ihrer kollektiven Macht selbst hervorbringen würden. Und das auch aktiv zu irgendwie reproduziert haben wollen in dem Sinne, sondern das ist im Prinzip so ein Beieffekt sozusagen. Nichtsdestotrotz muss trotzdem auch gesagt werden, dass dieses Nebeneinander der unterschiedlichen Ausbeutungsverhältnisse durchaus fragmentierend auf die lohnabhängige Klasse wirkt. Also im Prinzip der Konflikt auch zwischen Arbeit und Kapital, der hier quasi immanent ist, umgelenkt wird, indem eben es zu klasseninternen Konflikten kommt, die wiederum aber auch einen Machthebel für die Kapitalseite bedeuten. Also im Endeffekt, weil eben eine fragmentierte Lohnabhängigenschaft immer besser ist als eine organisierte für das Kapital.
Und durchaus gibt es dann sicherlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel Überausbeutung auch begreift im Zusammenhang mit Rassismus, natürlich gibt es dann auch Fragmentierungen, die entlang dieser Rassismusfrage laufen. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist politisch nicht zielführend und auch analytisch nicht richtig, diese Gegenüberstellung von den Interessenskonstellationen zu machen, also den regulären ausgebeuteten Arbeitskräften und den überausgebeuteten Arbeitskräften, auch wenn die Konflikte dann manchmal in dieser Linie verlaufen, sozusagen. Hm. Dann lass es uns doch mal konkret machen an einem Beispiel. Also du forschst ja auch zu Überausbeutung. Hast du mal so einen ganz konkreten Fall, um das einmal so ein bisschen durchzudeklinieren vielleicht? Also ich denke jetzt an ganz klassisch an zum Beispiel rumänische migrantische Arbeiter im Bausektor. Wo ist da Überausbeutung? Genau, also Beispiele hier sind ganz klassisch, wie du gerade gesagt hast, Bausektor, Pflege, Spargel, also Landwirtschaft, aber auch Fleischindustrie. Also wenn wir uns das empirisch angucken, wenn wir einmal uns quasi diese Kategorien nochmal vor Augen halten, die ich ganz am Anfang angesprochen habe und das einmal durchdeklinieren, dann sehen wir beispielsweise, im Bausektor haben wir es mit extrem harten Arbeitsbedingungen zu tun. Wir haben extrem lange Arbeitszeiten zum Teil. Wir haben immer wieder Berichte sozusagen über eine de facto Entlohnung unterhalb des Mindestlohns. Also das bedeutet, es gibt Arbeitsverträge, in denen diese Mindestlöhne vielleicht festgeschrieben sind. Aber es gibt natürlich immer wieder den Versuch durch Arbeitgeber beispielsweise, dass dieser Mindestlohn nicht ausgezahlt werden. Also entweder er wird einfach nicht ausgezahlt oder häufig ist es auch so, dass gerade wenn es um migrantische Arbeitskräfte geht, dass sie dann zum Beispiel eine Unterkunft von Unternehmen bereitgestellt bekommen. Und da ist es dann so, dann müssen sie beispielsweise dann horrende Mieten dafür zahlen und zufällig gehören diese Unterkünfte dann auch dem Unternehmen oder einem Subunternehmen des Konzerns, für den sie eigentlich arbeiten. Das sind ganz klassische, das sind so klassische Effekte, wenn es um Arbeitsmigration geht. Wir sehen auch, dass es sich hier, dass sich quasi überausbeuterische Arbeitsverhältnisse auch dadurch entfalten können, dadurch, dass es bestimmte institutionelle Rahmenbedingungen gibt, die das begünstigen. Also wenn es zum Beispiel um die Erneuerung des Fachkräfteeinwanderungs oder die Novellierung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes geht, dann sehen wir zum Beispiel hier schon Angriffe sozusagen auf so bestimmte Lohnuntergrenzen. Wenn man zum Beispiel jetzt den Vorschlag der Bundesregierung ernst nimmt, dass versucht wird, sozusagen diese Mindestverdienstgrenzen für angeworbene Fachkräfte herunterzusetzen. Das war vorher quasi eigentlich so festgeschrieben, um die Migrantinnen vor Lohndumping zu schützen. Das macht man jetzt nicht mehr. Aber auch gerade wenn es jetzt zum Beispiel um die Frage der Verknüpfung von Migrationspolitik und Arbeitsverhältnisse geht, also wie oft der Aufenthaltsstatus beispielsweise auch an den quasi Aufnahmen von Arbeitsverhältnissen geknüpft werden. Das diszipliniert sozusagen die Beschäftigten dann auch im Arbeitsprozess, weil sie dann Angst haben, ihre Arbeit zu verlieren, wenn sie zum Beispiel irgendwie aufmüpfig werden. Wir sehen aber auch, dass immer wieder es zur Abwertung von Arbeitsvermögen kommt. Ja, also gerade auf dem Bau ist es häufig so, dass es bestimmte Gruppen gibt, die für bestimmte Tätigkeiten eingesetzt werden oder die besonders diszipliniert werden aufgrund ihrer Herkunft. Also es gibt so ein bisschen auch so eine rassistische Fragmentierung auch unter unterschiedlichen Gruppen, die auf dem Bau arbeiten beispielsweise. Aber das gibt es auch also in ganz vielen anderen migrantisch geprägten Niedriglohnbereichen auch. Und dann haben wir natürlich auch häufig eine limitierte beziehungsweise verstellte Organisationsmöglichkeiten. Also Gewerkschaften können meistens diese Räume, die migrantisch besetzt sind, schlecht quasi in diese hineinkommen, um irgendwie zu organisieren beispielsweise. Wir erleben auch extreme Repression. Das lässt sich zum Beispiel auch an diesem Fall mit den Lkw-Fahrern sehen, die jetzt letztes Jahr auch ganz groß in den Medien waren, wo dann auch Schlägertrupps gekommen sind. Das ist gar nicht so untypisch. Das gibt es tatsächlich ziemlich viel. Und wir sehen das aber auch an den Fragmentierungen der Belegschaften sehr stark. Und das ist auf dem Bau ähnlich wie in anderen Bereichen, die sehr migrantisch geprägt sind. Das kann man da sehr gut eigentlich durchdeklinieren, dieses Überausbeutungsargument daran auch. Hm.
was wir jetzt gar nicht behandelt haben, ich würde aber sagen, das rufen wir nachher nochmal auf, nachdem Gerd auch gesprochen hat, ist jetzt der genauere Zusammenhang von Überausbeutung und Rassismus. Du hast das gerade angesprochen, ich würde sagen, wir machen das nachher nochmal. Mhm. Als Ausblick, du forschst ja nun selber zu Überausbeutung, gib doch vielleicht zum Ende nochmal eine kleine Perspektive. Also Überausbeutungsdiskussion ist jetzt im Gange, sage ich mal, und du hast jetzt selber auch gesagt, da gibt es noch eine ganze Menge an offenen Fragen oder Dinge, die wahrscheinlich theoretisch weiter zu diskutieren werden, die vor allem aber auch untersucht werden müssen. Wo siehst du so die größten Baustellen beziehungsweise die wichtigsten offenen Fragen und Punkte, die man jetzt so in der weiteren Diskussion, wenn man an dem Konzept dranbleiben will, mit dem man sich beschäftigen müsste? Also was wäre so deine Forschungsagenda sozusagen, um das Thema weiter zu verfolgen? Also ich glaube, eins der wichtigsten Leerstellen gerade ist die Frage, inwiefern sich dieser Überausbeutungsbegriff eigentlich für Arbeitsverhältnisse oder Ausbeutungsverhältnisse im globalen Norden konzeptionalisieren lässt, weil, du hattest es ja vorhin auch schon angesprochen, diese Überausbeutungsdiskussion eigentlich sehr stark auf dieses Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie konzentriert ist. Und es stellt sich eben die Frage, inwiefern lässt sich das der Überausbeutungsbegriff auch für bestimmte Verhältnisse, bestimmte Bereiche in der Produktion sozusagen eigentlich auch fruchtbar machen. Was auch eine offene Frage ist, ist das eigentlich das Verhältnis von überausbeuterischen Lohnverhältnissen oder Lohnarbeitsverhältnissen und die Nichtentlohnung reproduktiver Arbeit. Also es wäre so ein marxistisch-feministischer Zugang zu dieser Frage, wie eigentlich dieses Verhältnis besteht. Und dann letztlich habe ich jetzt wie so einen Kriterienkatalog irgendwie einmal so runtergebetet, aber so einfach ist es natürlich nicht, weil die Frage stellt sich natürlich, müssen alle Kriterien erfüllt sein, dass wir überhaupt von Überausbeutung sprechen können, oder gibt es ganz bestimmte Ankerpunkte, an denen wir ansetzen müssen, die dann sagen, das ist dann schon überausbeuterische Tendenz oder nicht? Also ist das überhaupt notwendig auch? Damit einhergeht natürlich die Frage von Zeitlichkeit, also wann beginnt Überausbeutung, wann endet sie? Ist das ein dauerhaftes Phänomen? Ist es sogar vielleicht ein strukturelles Phänomen? Das würde ich eher verneinen, aber es ist erstmal eine offene Frage. Oder ist es tatsächlich eher im Wesen des Überausbeutungsbegriffs angelegt, dass es eigentlich immer nur eine Potenz darstellt? Also es ist tatsächlich eine Potenz im Sinne des permanenten Versuchs der Kapitalseite, so eine Grenzverschiebung vorzunehmen. Und dass es dadurch kein verewigtes Verhältnis ist sozusagen. Und dann gibt es natürlich auch die Frage der politischen Herausforderungen, wie man, wenn man jetzt vor allem Überausbeutung auch im Kontext von Rassismus beispielsweise auch oder die Verknüpfung zwischen Ausbeutung und Rassismus sozusagen versucht zu verstehen, was hat das für eine politische Konsequenz? Also wie situiert man die Kämpfe von migrantischen Beschäftigten beispielsweise, die sich vielleicht nicht unmittelbar auf der produktiven Ebene abspielen, sondern eigentlich um die Bedingungen der Reproduktion handeln, aber trotzdem, also wie politisiert man sie, indem sie trotzdem ja auch mit den Bedingungen in der Produktionssphäre zusammenhängen und nicht außerhalb sozusagen. Also das ist, glaube ich, das ist jetzt eher ein politisches Argument, aber es ist trotzdem Teil auch der konzeptionellen Überlegungen. Alles klar, vielen Dank. Also da gibt es auch ein paar Punkte, die wir später nochmal aufgreifen können vielleicht, um dann zu gucken, wenn wir jetzt ein bisschen mehr gehört haben über Mobilisierung gegen die AfD zum Beispiel oder die Rechte im weitesten Sinne, die man da nochmal ein bisschen unterlegen kann. Danke dir, Janina. Ich würde jetzt abgeben an Anton, der mit Gerd Wiegel, also meinem Redaktionskollegen, sprechen wird über die Mobilisierung gegen die AfD oder gegen rechts, so im breiten und diffusen Sinne der letzten Monate. Jetzt aber. Vielen Dank, John. Ja. Ich habe in die Kommentarspalte den frei zugänglichen Artikel in der Jungen Welt über ja den Schwerpunkt in der Z zu eben Überausbeutung reingestellt. Und außerdem, ja, wenn es euch interessiert, könnt ihr Fragen stellen.
Den Artikel, den wir jetzt besprechen, über die Proteste gegen rechts, findet ihr auch in der Videobeschreibung unten zu Protesten gegen rechts. Und ja, jetzt, hallo Gerd, schön, dass du da bist. Hallo Anton, schön, dass du auch da bist und mit mir sprichst. Genau, also am besten starten wir ganz schnell mit den ersten beiden Abschnitten. Was war denn die Vorgeschichte von diesen Protesten gegen rechts und wie kam es dann dazu? Nee, ich würde sagen, die Vorgeschichte war, glaube ich, der doch alle oder viele beunruhigende Aufstieg der AfD im letzten Jahr. Ich will noch mal daran erinnern, die AfD ist bei den letzten Bundestagswahlen mit 10,3% in den Bundestag eingezogen. Das war 2021 und hat sich eigentlich im Jahr 2022 vor allen Dingen auch durch die Entwicklung nach dem Beginn des Ukraine-Krieges, Inflationskrise, Energiekrise, von Umfrage zu Umfrage gesteigert und ist im letzten Jahr bei Umfragewerten von über 20% auf bundesweiten Trend angekommen. Und das hat viele Menschen, glaube ich, sehr beunruhigt, hat aber eigentlich keine politische Reaktion nach sich gezogen, sondern so ein bisschen war das Bild, da steigt eine Partei der eindeutig extremen Rechten, eine Partei, die sich in den letzten Jahren immer weiter rechtsradikalisiert hat, in den Umfragen immer weiter an und das, obwohl sie sich deutlich weiter radikalisiert hat. Und dann kam es am Jahresanfang zu diesen allen sicherlich gegenwärtigen oder haben alle sicherlich mitbekommen, diese Recherchen des Recherchenetzwerks Korrektiv, wo über ein Treffen berichtet wurde, an dem eben auch AfD-Politikerinnen und Politiker, Funktionäre, aber auch Leute aus dem Umfeld der AfD beteiligt waren. Und wo in relativ offener Art und Weise über Pläne berichtet wurde, wie man sich zu sagen, eine, Sie haben es selber Remigrationspolitik genannt, vorstellt, wenn die AfD denn in politische Verantwortung kommt. Und mit diesem Aufschwung in den Umfragen im Hintergrund ging man bis dahin auch in der AfD davon aus, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis man in solche politische Verantwortung kommt. Und da wurden Pläne publik gemacht durch dieses Korrektivrecherche-Netzwerk, wie die AfD plant, ihre Migrationspolitik in reale Politik umzusetzen. Und deutlich wurde dabei, dass es sich hier eben um ein Konzept zur massenhaften, ja millionenfachen Vertreibung handelt, dass Menschen, die als nicht dazugehörig, als Migrantinnen und Migranten definiert werden, aber auch Menschen, die schon seit vielen Jahren in diesem Land leben, nach Plänen, die dort debattiert worden sind, außer Landes geschafft werden sollen, beziehungsweise dass, so hieß es in dieser Debatte, ihnen die Situation im Land so unerträglich gemacht werden soll, dass sie freiwillig das Land verlassen wollten. Und diese Recherche wurde über große, überregionale Medien sehr gut platziert und hat ja doch eine sehr nachhaltige Wirkung gehabt. Denn das hat eigentlich das erste Mal seit Jahren dazu geführt, dass sich eine breitere Protestbewegung gegen die extreme Rechte, vor allen Dingen in Form der AfD, aber nicht nur bezogen auf die AfD, würde ich sagen, formiert hat. Zunächst in einigen größeren Städten, Hamburg, Berlin war eine Demo. Ich war selber relativ überrascht, an einem Montag zu lesen, dass am Vortag, an einem Sonntag in Berlin 25.000 Leute gegen die AfD auf der Straße waren. Ich hatte das gar nicht mitgekriegt, weil ich über Social Media da gar nichts mitbekommen hatte. Und daraus hat sich eine größere Welle entwickelt, wo doch bundesweit unendlich viele Leute auf die Straße gegangen sind und eine Protestwelle in Gang gesetzt haben, die über 2-3 Monate angedauert hat, nochmal eine Nachfolge hatte. Kurz vor den Europawahlen gab es nochmal in vielen Städten eine Reihe von Demonstrationen, wo quasi dieser Unmut einmal über das, was in diesen Recherchen deutlich geworden ist, aber ich glaube auch über das, was sich in den letzten Jahren auf Seiten der extremen Rechten getan hat und die Einflussgewinne, die dort zu verzeichnen sind, wo sich das sozusagen auf der Straße gezeigt hat, dass viele Leute sagen, das will ich so nicht einfach hinnehmen, sondern dagegen engagiere ich mich und das trage ich auch nach draußen auf die Straße. Ja, möchtest du noch was zu den groben Zahlen der Proteste sagen? Ja, es gibt Zahlen, die sagen, dass es deutlich über 3 Millionen Leute waren, die in diesem Zeitraum auf der Straße waren. Und im Zusammenhang mit der dann doch relativen Kürze der Zeit dieser Protestwelle, ich hatte gesagt, Jahresanfang, ich glaube, die ersten Demonstrationen gab es so Mitte, Ende Januar, vielleicht war es auch schon Februar, und dann bis ungefähr nach Ostern, also April, Mitte April vielleicht. Für diesen relativ kurzen Zeitraum waren mehr als 3 Millionen Menschen, ich habe jetzt keine genaue Zahl, die hat, glaube ich, auch niemand, eine unglaublich große Anzahl. Es gibt Protestforscher, die sagen, das war
an diesen Zahlen gemessen die größte Protestbewegung in der Geschichte der Bundesrepublik. Das trifft, glaube ich, jetzt auf insgesamt nicht zu. Ich denke, die Friedensbewegung war über viele Jahre, wahrscheinlich hat sehr viel mehr Menschen mobilisiert, wahrscheinlich auch die Anti-Atomkraft-Bewegung. Aber für diesen kurzen Zeitraum war das eine ungeheure Menge. Und die zeigt eben, dass dieser Unmut über die politische Entwicklung und über diese Rechtsentwicklung, wie wir sie sagen, exemplarisch an der AfD sehen, wie sie aber, glaube ich, auch in dem zum Ausdruck kommt, wie sich Regierungspolitik an dem, was dort von rechts an Druck entwickelt wird, ausgerichtet hat, dass dieser Unmut sehr, sehr weit verbreitet war und dann eben auch so ein Ventil gefunden hat und auf die Straße getragen worden ist in dieser Menge. Ja, dann zum Abschnitt zu Ostdeutschland. Dort steht die AfD ja schon lange in Umfragen besonders stark da und auch in vorigen Wahlen hat sie dort überdurchschnittlich stark abschneiden können. Auch auf den Straßen hat sich dort ja Pegida formiert und viele weitere Protestbewegungen wurden von rechts besetzt. Dementsprechend hatten es ja prodemokratische, aber auch antifaschistische Demonstrationen dagegen immer sehr schwierig gehabt, sobald es, sage ich mal, aus der Landeshauptstadt rausgeht, war da wenig vorzufinden. Inwiefern hat sich das Kräfteverhältnis jetzt nach diesen Protesten geändert oder kam es da zu einer neuen Dynamik? Zu einer neuen Dynamik kam es auf jeden Fall. Ob sich das Kräfteverhältnis geändert hat, wird man erst längerfristig sehen können. Da hätte ich schon noch ein Fragezeichen. Trotzdem waren diese Proteste vor allen Dingen mit Blick auf Ostdeutschland, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Denn das ist, glaube ich, wichtig zu begreifen. Zwischen Ost- und Westdeutschland gibt es gerade da einen sehr, sehr großen Unterschied. Während wir es in Ostdeutschland in zahlreichen Regionen mit einer relativ starken Dominanz rechter Kräfte zu tun haben. Dazu zähle ich die AfD, dazu zähle ich aber auch andere Gruppierungen der extremen Rechten in Sachsen, etwa die Freien Sachsen, und in vielen anderen Bundesländern andere rechte Gruppierungen. Also wenn wir es mit einer starken Dominanz solcher rechten Bewegungen zu tun haben, spielen die in Westdeutschland zwar auch eine Rolle, sind aber nicht im gleichen Maße dominant. Das heißt, wir finden viele Regionen Ostdeutschlands, wo der scheinbare Mehrheitskonsens rechtsdominiert ist. Und in diesen Regionen ist es natürlich sehr, sehr viel schwieriger, solche Proteste auf die Straße zu tragen, als etwa in einer Stadt wie Berlin oder Frankfurt oder Hamburg oder auch Mittel- und Kleinstädte wie, was weiß ich, Münster oder Marburg, wo man sich in einem relativ weitgehenden Konsens bewegen kann, dass man solche rassistischen Vorstellungen, wie sie von der extremen Rechten geäußert werden, ablehnt, dass man dagegen vorgehen will. Das ist in vielen Regionen Ostdeutschlands so nicht der Fall. Und insofern war es dort, du hattest Pegida selber erwähnt, immer die Besonderheit, dass auch was Formen von sozialer Bewegung angeht, Formen von Straßenprotest angeht, dass immer die extreme Rechte war, die diese Straße für sich besetzt hatte. Wir haben diesen Artikel ja, das ist vielleicht noch, möchte ich vielleicht noch sagen, das ist ja kein Artikel, der von einer Person geschrieben wurde, sondern das ist ja eine Collage, wo insgesamt, ich glaube, 7 Autorinnen und Autoren dran beteiligt sind, teils aus der Z-Redaktion, teils aber auch von Leuten, die wir dafür extra gefragt haben, die aus ihren Regionen jeweils ihre Eindrücke von den Protesten geschildert haben. Also insofern ist da so eine gewisse Collage. Und ein Teil hat eben sagen, diesen Blick auf vor allen Dingen die Provinz in Ostdeutschland, weil es vor allen Dingen diese, ich nenne es mal Provinz in Ostdeutschland ist, wo wir es mit dieser rechten Dominanz oder teilweise auch Hegemonie zu tun haben. Also nicht Städte wie Leipzig etwa, sondern eher Regionen in Ostsachsen, in Thüringen oder auch in Mecklenburg. Und dort waren diese Proteste insofern natürlich nochmal von ganz besonderer Bedeutung, weil es für viele Menschen, die dort sich nicht in diesem rechten Konsens bewegen, sich nicht mit dieser rechten Dominanz gemein machen, für die war es enorm wichtig zu sehen, dass es eben doch eine ganze Reihe von Menschen gibt, die diesem Konsens aktiv widersprechen wollen. Das heißt, dass es gelungen ist, dort die Straße zumindest temporär zurückzuerobern, und zwar gegen eine extreme Rechte, die ganz eindeutig für sich beansprucht. Das haben die Kollegen, die jetzt vor allen Dingen aus Sachsen in dem Fall, aber auch aus Sachsen-Anhalt berichtet haben, in dem Artikel ganz gut geschildert, dass sie deutlich machen, wenn man in diesen Regionen auf die Straße geht, gegen die extreme Rechte,
dann muss man gegenwärtig sein, dass die extreme Rechte dort auch auftritt. Also es werden einzelne Orte berichtet, wo eben diese Proteste jeweils mit rechtsextremen Gegenprotesten konfrontiert war und wo klar war, dass da auch so ein Bedrohungsszenario aufgemacht wird, weil natürlich den Menschen, die auf die Straße gehen, klar ist, dass sie, wenn sie das in einer Kleinstadt machen, wo man bei einer Demo mit 200 Leuten sehr wohl erkannt wird auf dem Marktplatz, dass sie am nächsten Tag eventuell darauf auch angesprochen werden. Das heißt, das erfordert eine andere Form von, wie soll ich sagen, Engagement, als es, sagen wir mal, eine Demo in Berlin erfordert, wo es ohne jedes Problem ist, dorthin zu gehen. Und für also diese Leute müssen die Leute schon auch bereit sein, ja, so die ein oder andere Freundschaft oder auch mal Krach im familiären Umfeld in Kauf zu nehmen, um sich dafür. Genau. Das heißt, das berichten viele, dass diese, dass das thematisiert wird und dass du damit auch konfrontiert wirst. Und das war insofern das Ermutigende, zumindest nach dem, was viele Kolleginnen und Kollegen aus Ostdeutschland berichten, dass es hier nach vielen Jahren erstmals gelungen ist, breiter und auch zumindest temporär dauerhaften Protest auf die Straße zu bringen. Dass das nicht immer nur eine einmalige Sache war, sondern dass Leute mehrfach auf die Straße gegangen sind, dass es an Orten zahlreiche Proteste gegeben hat und es eine Selbstvergewisserung gegeben hat, dass man eben nicht nur eine kleine verschwindende Minderheit in einem vermeintlichen rechten Konsens ist, sondern dass es Anknüpfungspunkte für demokratischen Widerstand gibt, gegen zumindest eine Hegemonie der extremen Rechten vor Ort. Ja. Das ist doch schön, auch wenn das rechte Gewaltpotenzial natürlich sehr besorgniserregend ist. Zum Westen, ja, dort gab es auch viele Proteste und im Artikel werden dann unter anderem Hamburg, Frankfurt am Main und Köln erwähnt. Wie waren dort die Protesten, wo konnten Regierungsparteien oder auch unabhängigere Stimmen die Deutungshoheit oder Führung um die Proteste stellen? Naja, es gab, glaube ich, gerade was diese großstädtischen Proteste anging und unserer Einschätzung nach waren das Proteste, die zuerst in den großen Städten losgegangen sind und dann eher in die Regionen übergeschwappt sind, gab es natürlich an vielen Orten den Versuch, diese Proteste auch politisch zu vereinnahmen. Das heißt vor allen Dingen die Ampelparteien, die sich selber formal zumindest, also die FDP vielleicht nicht, aber Rot-Grün sicherlich als Mitte-Links verstehen und auch in einer Opposition zur extremen Rechten natürlich sehen, gab es stark den Versuch, diesen Protest von oben zu vereinnahmen. Ich erinnere mich an eine der ersten Demos, das war, glaube ich, an demselben Wochenende, als die erste Demo hier in Berlin war, dass in Potsdam auch eine Demo war und in Potsdam waren sowohl die Außenministerin Baerbock als auch Bundeskanzler Scholz dabei, was sozusagen diesen Protest einmal legitimieren sollte, aber ihn auch gleich einhegen sollte, weil damit nämlich deutlich war, das ist ein regierungsoffiziell geduldeter Protest, er soll sich aber auch nur in einem gewissen Rahmen bewegen. In Berlin zum Beispiel war ich bei zwei größeren dieser Demonstrationen und da gab es nachher eine Reihe von Debatten darum, ob denn die Themen, die auf der Demo angesprochen worden sind, tatsächlich diejenigen seien, die dafür sorgen, dass weiterhin eine breite bürgerliche Unterstützung für diesen Protest gegeben hat. In Berlin waren nämlich sehr, sehr viele migrationspolitische Organisationen unterwegs, Menschen, die aus der Flüchtlingshilfe kommen und die eben nicht nur die Angriffe der extremen Rechten thematisiert haben, sondern die auch deutlich gemacht haben, wie sehr Regierungspolitik mittlerweile inhaltliche Themen der Rechten übernommen hat. Die ganze Asyl- und Migrationspolitik ist ja mittlerweile deutlich nach rechts verschoben worden und es gibt sozusagen einen Wettbewerb darum, wie man der AfD diese Themen streitig machen kann, indem man viele inhaltliche Punkte übernimmt, die von der AfD vor Jahren noch als einziger Partei in die Debatte gebracht worden sind. Das heißt, wir haben es, glaube ich, generell mit einer deutlichen Rechtsverschiebung der Politik mindestens in diesem Bereich, aber auch in anderen Bereichen zu tun. Und insofern gab es den Versuch, diese Proteste so zu framen, dass das nicht mehr thematisiert wurde. Das ist klar, weil es geht hier nur um die AfD, aber wir wollen eigentlich nicht darüber reden, wie sich Politik in diesem Land generell entwickelt hat. Das war offensichtlich in vielen dieser Großstädten der Fall, wo wir es auch mit, sagen, Organisationsformen zu tun haben, wo eben Parteien oder auch andere Organisationen an der Organisierung dieser Proteste beteiligt waren. Sie oftmals zwar von unten losgegangen sind, dann aber von diesen großen gesellschaftspolitischen Organisationen übernommen worden sind. Das war etwas, was Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, was in Hamburg eine Rolle spielte, was in München stark eine Rolle spielte, wohl auch in Frankfurt eine Rolle spielte. In Berlin, würde ich sagen, war es aus meiner Wahrnehmung heraus etwas anders. Das war ein sehr viel heterogeneres Publikum, was dort bei den Demos auf der Straße war. Und es waren auch deutlich
linkere Gruppierung, die diese Demos organisiert haben und die auch dafür gesorgt haben, dass die von mir eben genannten Themen dort auch zur Sprache kommen konnten. Aber generell gab es hier sehr viel stärker den Versuch, das Ganze thematisch einzugrenzen, deutlich zu sagen, es geht nicht um Demos gegen rechts, denn dann könnte ja die CDU gar nicht mehr mitgehen, die deutlich auch eine rechte Partei ist, sondern es geht um den sogenannten Rechtsextremismus, womit man gleich auch den ganzen Extremismusstrang nochmal mit in die Debatte geworfen hat. Also der Versuch, das Ganze auf eine klar definierbare politische Richtung einzugrenzen und nicht die gesamte Rechtsentwicklung der Politik der letzten Jahre in den Fokus zu nehmen. Wie war denn das Verhalten von Betriebsräten, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden zu diesen Protesten gegen rechts? Die Gewerkschaften waren, glaube ich, soweit ich das wahrgenommen habe, schon bei den meisten der Proteste als Organisatorinnen und Organisatoren mit dabei. Auf der Seite des DGB etwa konnte man eine lange Liste lesen, wo es überall Proteste gibt, wo auch die angekündigt waren im Vorfeld und wo die sich selber als Treiber dieser Proteste begriffen haben. Aber was, glaube ich, nicht gelungen ist, das ist, dass das Ganze auch auf eine betriebliche Ebene getragen worden ist. Wir haben im Artikel selber einen kurzen Abschnitt drin, wo darauf eingegangen wird, dass es in Köln im Nachgang zu einer der großen Demos auch eine oder in mehreren Betrieben eine Aktion gegeben hat, die hatte, glaube ich, den Titel Viertel vor zwölf, also es ist Viertel vor zwölf, wo eine Viertelstunde lang die Arbeit niedergelegt wurde, ich sag mal symbolisch gestreikt wurde, im Einverständnis oder in Absprache auch mit der Betriebsleitung, also mit der Kapitalseite. Was aber zeigt, dass offensichtlich in dieser Debatte, wo deutlich wurde, wir haben es hier mit einer klaren Partei der extremen Rechten zu tun, die sich auf eine mögliche Regierungsübernahme vorbereitet und ein rassistisches Programm in die Tat umsetzen will, wo der Druck auch auf die Kapitalseite größer geworden ist, hier Stellung zu beziehen. Das ist, glaube ich, nicht in breitem Maße erfolgt, aber es gab im Rahmen dieser Debatte dann doch einzelne Äußerungen auch von dieser Seite, die gesagt haben, okay, das ist eine Richtung, in die wollen wir nicht gehen, die natürlich klar auf dem Boden der bürgerlich, formalen bürgerlichen, liberalen Demokratie stehen und sich dazu genötigt sein, dazu auch Stellung zu nehmen. Das heißt, Gewerkschaften in Einzelfällen, auch die Kapitalseite war an diesen Protesten beteiligt. Die betriebliche Ebene ist allerdings nur im Ausnahmefall, mir ist konkret nur dieses Beispiel aus Köln bekannt, daran beteiligt. Ja, ansonsten zu den Schlussfolgerungen im letzten Teil habt ihr da ja auch verschiedene Thesen aufgestellt. Was sind so die wichtigsten, ja, zusammenfassenden Beobachtungen von diesem Protest? Naja, wir hatten am Ende nochmal versucht, die entscheidenden Punkte, die jetzt aus dieser Collage sozusagen deutlich geworden sind, zusammenzufassen. Einmal der Punkt, was ich eben gesagt hatte, dass es sich vor allen Dingen um eine Protestbewegung gehandelt hat, die vor allen Dingen im städtischen, teilweise großstädtischen Milieu entstanden ist, dann aber doch übergeschwappt ist, auch in kleinere Städte und kleinere Ortschaften. Dann ein zweiter Punkt, auch den haben wir eben gerade thematisiert, dass es den Versuch gab, von Regierungsseite sagen, das zu vereinnahmen, was in Teilen gelungen ist, aber glaube ich nicht durchgängig gelungen ist, sondern das war einfach ein Prozess, eine gewisse Form des Aushandlungsprozesses. Dann aber auch nochmal zum Charakter des Protestes. Uns hat er natürlich interessiert, wie ist der politisch eigentlich geframed, der Prozess? Wer geht da auf die Straße? Was sind das für Menschen, die dort auf die Straße gehen? Dazu gibt es relativ wenig. Es gibt ein, zwei Befragungen, die am Rande der Proteste gemacht worden sind. Ich glaube, das war vor allen Dingen in Baden-Württemberg, wo Protestierende dort befragt wurden, auch nach sozialstrukturellen Merkmalen. Da wurde gesagt, es sind viele Leute, die eher aus so einem grünen Milieu herauskommen, bürgerlich-grünen Milieu herauskommen, eher Menschen, die sozusagen nicht in prekärer Arbeit sind, eher besser verdient sind, die politisch interessiert sind, die aber, das war eine interessante Aussage, in vielen Fällen sagten, dass sie das erste Mal bei einer solchen Demonstration sind. Also die bisher zwar politisch interessiert sind, aber nicht diejenigen sind, die häufig auf Demonstrationen gehen. Und insofern ein Publikum, was über diese Auseinandersetzung nochmal stark politisiert worden ist. Aber es waren, und das war für uns auch nochmal wichtig, es waren keine klassischen linken Proteste. Das heißt, es war relativ schwierig, klassische linke Forderungen dort zu thematisieren.
Und es ist der politischen Linken auch nicht gelungen, sich selber in diesen Protesten so sichtbar zu machen, dass sie versuchen konnte, diese Proteste selbst weiterzutreiben. Ein Thema zum Beispiel, was überhaupt nicht vorkam, meiner Wahrnehmung nach, war die Frage, warum steigt die extreme Rechte eigentlich in den letzten Jahren so stark an? Was sind die Hintergründe dafür? Wieso haben wir es in Deutschland mit einer solchen Partei zu tun? Wieso haben wir aber auch, wie wir jetzt in Europa gesehen haben, es mit Parteien dieses Typs zu tun, die in den letzten Jahren immer stärker geworden sind? Welche Gruppen erreichen die? Aus welchen Gründen werden diese Gruppen von ihnen erreicht? Was sagt das über etablierte Politik, aber eventuell auch über linke Politik aus? All das waren Fragen, die nicht thematisiert worden sind, ist in solchen Protesten auch oftmals schwierig, aber das wären natürlich Ansatzpunkte für eine linke Politik, diese Debatte weiterzutreiben. Sehr schön. Dann würde ich jetzt gleich auch John und Janina wieder reinholen für unsere Abschlussrunde, damit wir noch ein bisschen über die beiden Themen sprechen können. Genau. Ja. Darf ich eine Frage gleich ranhängen? Entschuldigung, dass ich hier so gleich reinplatze, aber weil du es sehr viel mehr, also ich bin ja Mitautor auch dieses Artikels, aber du verfolgst es regelmäßiger, Gerd. Würdest du sagen, jetzt war ja die EU-Wahl gerade und auf die hin haben ja auch viele dieser Proteste orientiert. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, die hatten einen realen Effekt auf die, auf das Wahlergebnis, also die AfD insbesondere hat ja nun in den Wochen vor der Wahl nun auch hausgemachte Skandale nun selber gehabt, also durch das Spitzenpersonal, insbesondere durch den Maximilian Krah. Würdest du sagen, die Proteste haben auch zumindest das erreicht, was sie ja größtenteils auch machen sollten, also diese Wahlergebnisse auch weiter zu senken? Oder also du kannst wahrscheinlich genauso sehr wie ich nur das mutmaßen, weil wir nicht wissen, wie es ohne gewesen wäre. Aber gibt es irgendwelche Indikatoren, wo du sagen würdest, man kann da einen realen Effekt sehen politisch? Oder ist da eigentlich jetzt nur ein Milieu quasi auf die Straße gegangen, was eh schon überzeugt war, aber das hat am Wahlverhalten nichts geändert? Ich kann es natürlich nicht beweisen oder habe da keine Belege für, aber man könnte sich Zahlen angucken und da ich lange zu dem Thema arbeite, gucke ich mir die relativ regelmäßig an. Natürlich kann man sehen, dass die AfD im letzten Jahr bei Umfrageergebnissen bis zu, ich glaube, im Spitzenwert 22% oder 23% bundesweit stand. Ich hatte mir das im April nochmal angeguckt, weil ich jetzt viele Veranstaltungen zu den Europawahlen hatte. Im April standen sie, was die Europawahlen angeht, in Umfragen noch bei 19%. Dann standen sie kurz vor den Wahlen bei 14%. Dann war aber das Ergebnis 16%, 15,9, also sagen wir mal 16. Und ich glaube, es gibt zwei Erzählungen. Und ich würde immer, je nachdem, in welchem Kontext ich mich bewege, die eine oder die andere stärken. Es gibt die eine Erzählung, die wird von der AfD selber vor allen Dingen stark gemacht und die sagt, das war ein totaler Erfolg. Das war das beste Ergebnis, was jemals eine Partei der extremen Rechten bundesweit erreicht hat. Das war eine bundesweite Wahl. Und das war eine Steilvorlage für die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Denn in ganz Ostdeutschland ist die AfD bei diesen Europawahlen zur eindeutig stärksten Partei geworden. Und insofern hat sie quasi die Schlussfolgerung daraus gezogen, der ganze Gegenwind, der da organisiert wurde, den die Systemmedien, wie sie es nennen, organisiert haben, hat nichts gebracht, kann unseren Siegeszug nicht aufhalten. Wir sind die klaren Wahlsieger. Und es gibt aber auch eine andere Erzählung, die sagt, okay, die AfD stand am Jahresanfang bei weit über 20%. Jetzt ist sie mit 16% eingelaufen. Sie hat in Thüringen bei den Kommunalwahlen überall gut abgeschnitten. Es ist ihr aber bis heute nicht gelungen, weitere Landratsposten oder Oberbürgermeisterposten zu bekommen. Das heißt, dieser Siegeszug, dieser stetige Anstieg scheint doch gebrochen zu sein oder zumindest gebremst zu sein. Die zweite Erzählung würde ich sozusagen in der Öffentlichkeit gerne verbreiten, um deutlich zu machen, das ist kein naturwüchsiger Prozess, dass eine Partei der extremen Rechten immer größer wird und immer stärker wird, sondern man kann dem was entgegensetzen. Es lohnt sich, sich politisch zu engagieren und es lohnt sich auch, die AfD möglichst frontal anzugreifen. Und das hat auch Effekte. Das ist wichtig, weil das natürlich dazu beiträgt, Leute auf die Straße zu bringen, um zu zeigen, das ist nicht vollkommen ohne Effekt. Aber auf der anderen Seite würde ich immer davor warnen, zu glauben, dass diese Effekte so groß sind, dass man quasi den Trend umkehren kann. Das passiert nicht, sondern wir haben es mit einem
mindestens mittel- bis langfristigen Aufstieg einer extremen Rechten zu tun. Und die gegenwärtige Politik in diesem Land tut alles dafür, diese extreme Rechte stärker zu machen. Und insofern bin ich beileibe nicht optimistisch, was die nächsten Wochen und Monate angeht. Und intern würde ich immer sagen, es ist viel wichtiger, diesen Punkt zu thematisieren. Was macht diese extreme Rechte eigentlich so stark? Und vor allen Dingen, was treibt etablierte Politik, dass sie quasi dem nichts entgegensetzt, sondern durch all das, was diese Ampelregierung macht, wir kommen vielleicht gleich noch darauf, was auch die Gründe für den Aufstieg solcher Parteien sind, dass dem halt nichts entgegengesetzt wird und insofern die Entwicklung zumindest in ähnlichem Maße weitergeht, wenn auch nicht in dem schnellen Prozess, wie es im letzten Jahr der Fall war. Ja, also ich glaube, dieser Punkt ist nicht ganz unwichtig, dass es ja nun nicht nur darum gehen kann, sich parteipolitisch auf die AfD zu beschränken, wenn real rechte Politik von anderen auch umgesetzt wird. Also das fand ich war teilweise auch das Bizarre, dass diese Proteste so groß waren und so stark waren und parallel aber es nicht jetzt Alice Weidel oder Maximilian Krah war, der auf dem Spiegelcover gesagt hat, wir müssen im großen Stil abschieben, sondern Olaf Scholz. Und das teils beantwortet wurde, also das muss man, glaube ich, regional dann gucken, das ist ja durchaus teilweise auch aufgegriffen worden, teils aber auch nicht. Also wenn man jetzt die Frage stellt, gegen wen oder was dann eigentlich auch künftig zu mobilisieren wäre, dann reicht es wahrscheinlich gar nicht, also du hast es ja rausgestellt, auch sich da nur auf die AfD zu beschränken, sondern rechte Politik umfasst sehr viel mehr als nur das, was jetzt der extremste parteiförmiger Ausdruck von rechter Politik ist. Völlig richtig, Entschuldigung, wenn ich da nochmal reingehe, würde ich auch sagen, wiewohl ich immer darauf hinweisen würde, dass es trotzdem natürlich nochmal einen Unterschied macht. Also sozusagen, wenn Olaf Scholz darüber redet, jetzt muss im großen Stil abgeschoben werden und wenn die AfD darüber redet, würde ich sagen, sind das unter Umständen trotzdem zwei unterschiedliche Sachen. Also das macht die eine Sache nicht besser, aber die extreme Rechte oder auch andere würden vielleicht sagen, der organisierte Faschismus hat eine andere Konsequenz, mit solchen Themen umzugehen. Das konnte man an diesen Korrektivrecherchen ganz gut sehen. Wer etwa das Buch von Höcke sich mal angeguckt hat, wo ja viele dieser Sachen schon vor Jahren vorweggenommen wurden, insofern war das ja für viele nicht wirklich etwas Neues, was die dort von sich gegeben haben, der sieht, dass dort natürlich mit Begrifflichkeiten gearbeitet wird, mit kontrollierten Grausamkeiten und dass man Bilder produzieren muss, die unschön sind, dass das auch Opfer fordern wird, eine solche Politik, wo man eine Sprache sieht, die wir in Deutschland aus der Geschichte, glaube ich, kennen und sieht, dass das natürlich mit einer anderen Konsequenz umgesetzt würde, als es von einer bürgerlichen Regierung in einer liberalen westlichen Demokratie umgesetzt werden kann. Was das andere überhaupt nicht besser macht oder harmlos macht, sondern da geht es auch natürlich um Abschiebung und darum, die Lebensperspektive von Menschen zu zerstören. Aber ich glaube, die Konsequenz ist schon nochmal eine andere. Deswegen ist mir nur wichtig, auf den Unterschied hinzuweisen. Ich hätte noch einen Punkt, bevor wir zum Thema Überausbeutung zurückkommen könnten, nämlich zur AfD. Das Interessante ist ja, dass diese Partei im Rahmen der Euro-Krise bzw. der Schuldenkrise Südeuropas, vor allem Griechenlands, entstanden ist. Zuvor hat es ja unter der rot-grünen Regierung die Hartz-Reformen und ganz viel neoliberale Lohndrückerei gegeben, die dann eben die Basis für den deutschen Exportweltmeister wurden. Also schlechte Lebensbedingungen für die Arbeitnehmerschaft in Deutschland sind die Basis für die effizienten Exporte, vor allem des Automobilsektors, in den EU-Binnenmarkt. Und dann hat man aus sozusagen nationalem Interesse Deutschlands heraus die Eurozone retten wollen und vor allem den Binnenmarkt. Und eigentlich war die Linkspartei in ihren Anfängen auch mal viel EU-kritischer, was den ganzen Freihandel dort anging, aber wurde dann im Rahmen ihrer eigenen Flügelstreite, die sie auch handlungsunfähig gemacht haben, immer EU-freundlicher und hat eine eigene Kritik, eine Fundamentalkritik an der EU und auch an der deutschen Wirtschaftspolitik zu teilen aufgegeben für eine moralischere Politik. Dann gab es die sogenannte Flüchtlingskrise. Die Griechen haben sich vielleicht, dann eben nicht die Erstaufnahme von Geflüchteten konsequent durchgesetzt, sondern halt Leute auch mal nach Deutschland durchgelassen. Und erst dann hat die AfD immer einen rassistischeren und rechtsextremeren Charakter angenommen. Das waren stinknormale
Liberale, Neoliberale vor allem, auch Konservativere so, aber dass wirklich Rechtsextremisten wie Höcke, auch Faschisten da ihre Heimat finden konnten, das hat sich ja dann verstärkt mit der Flüchtlingskrise und ja, finde ich erwähnenswert, gerade auch vor dem Hintergrund der Neugründung des Bündnis Sarah Wagenknechts, die ja, naja, schon auch versucht stark diese emotionale Unzufriedenheit bei ihrem Wählermilieu so aufzunehmen. Ja. Wenn von euch beiden darauf jetzt keiner eingehen möchte, hätte ich noch mal eine Frage an Janina, also die wir vorhin kurz gestriffen haben, aber dann nicht weiter verfolgt. Die ganze Diskussion um Überausbeutung findet ja auch ein bisschen zumindest statt im Kontext von der Auseinandersetzung mit Rassismus. Also es geht auch darum, Rassismus besser zu verstehen oder zumindest die Funktionalität oder die Rolle oder die spezifische Erscheinungsform von Rassismus in der Gesellschaft auch besser zu verstehen und die, so hatte ich das zumindest am Anfang formuliert, ein bisschen besser zu fassen zu bekommen, als nur zu sagen, es gibt Ausbeutung und dann Rassismus irgendwie als Add-on, so als Ideologie, die dann dazukommt. Wie siehst du diesen Zusammenhang? Also der Zusammenhang Überausbeutung und Rassismus, wie muss man den fassen? Oder vielleicht sagst du auch, es gibt keinen Zusammenhang, weil das eine ist ein politökonomisches Konzept und das andere ist dann natürlich auch ein gesellschaftliches Verhältnis, aber eher eins, was vielleicht nicht ganz zentral daran hängt oder so. Aber wie siehst du das? Doch, ich würde schon sagen, dass das zusammengehört. Aber man muss es trotzdem sowohl zusammen als auch getrennt verstehen, sagen, je nachdem, was der Kontext ist. Ich bin beileibe keine Rassismustheoretikerin, deswegen interessieren mich jetzt erstmal für den, also im Kontext dieser Überausbeutungspositionierung tatsächlich diese Rolle des Rassismus in der Zurichtung von Arbeitskräften oder in den ganz konkreten Klassen. Also ich würde sagen, dass der Rassismus in der Überausbeutungsdebatte eine Rolle spielt, insofern, als dass er so eine Art legitimatorische Basis bildet, die auch materiell sozusagen verarbeitet wird für die Herabsetzung beispielsweise von bestimmten Arbeitsverhältnissen. Also wenn das ist jetzt hoch abstrakt, aber was damit gemeint ist, ist letztlich, dass man beispielsweise, wenn man darüber nachdenkt, wie in der Bundesrepublik quasi Qualifikationen anerkannt wird von Arbeitskräften aus Drittstaaten, dann sind da in der Regel sehr hohe Hürden gesetzt. Und dann wird im Prinzip schon auf so einer institutionellen Ebene gesagt, naja gut, das sind Bildungsabschlüsse beispielsweise, die sind nicht ohne weiteres äquivalent zu den deutschen Bildungsabschlüssen beispielsweise. Also da gibt es schon so eine Herabsetzung von Arbeitsvermögen. Man stellt bestimmte Gruppen von Arbeitern auf so permanente Bewährungsprobleme beispielsweise. Aber ich hatte das vorhin ja auch schon mal gesagt, man hat den Rassismus sozusagen auch als so eine Art Machthebel, der natürlich auch fragmentierend wirken kann auf die beherrschte Klasse, also die Klasse der Unabhängigen, wo dann im Prinzip gesagt wird, man hat zwei Gruppen von Arbeiterinnen. Die einen sind in prekäreren Verhältnissen oder sie scheinen sozusagen auf dem Arbeitsmarkt eine Konkurrenz zur einheimischen Arbeiterinnenschaft darzustellen und daran im Prinzip zündet sich dann Konfliktcharakter auf eine Art. Genau. Und dann eben auch dieser Spiel der Rassismus in den konkreten Disziplinierungen im Arbeitsprozess eine besondere Rolle. Also insofern, als das eben, ich hatte das vorhin auch schon mal ganz angesprochen, dass eben, wenn es auf institutioneller Ebene so eine Verknüpfung von Aufenthaltstitel gibt und Beschäftigungsverhältnis, dann kann sozusagen das anhand dieser rassistischen Tendenzen sozusagen überhaupt erst zu einer Disziplinierung im Arbeitsprozess werden. Also indem man sagt, die Leute drohen irgendwie Abschiebungen oder so, weil sie sich nicht ohne weiteres in den Arbeitsmarkt integrieren und deswegen werden sie aber eigentlich de facto zu Arbeitsverhältnissen gehalten, die tatsächlich überausbeuterisch sein können. Ja, zumindest das, die mit multipler Prekarität besetzt sind beispielsweise.
ja, ich weiß nicht, ob das eine befriedigende Antwort ist, aber ich glaube zumindest, dass es immer auch diese legitimatorischen, ideologischen Momente brauchen, die sich dann sozusagen auch in ganz konkreten Verhältnisse sozusagen auch irgendwie dann materialistisch äußern. Sozusagen. Ich hätte vielleicht noch wenn ich eine Frage an Janina stellen darf, weil du hattest das vorhin eingeleitet, John, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, das konnte man bei den Europawahlen ja auch sehen, die AfD ist stärkste Arbeiterpartei, das sind zwei Selbsteinschätzungen, die in diesen Befragungen immer abgefragt werden, aber das sehen wir ja oft, oder das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird, wie kann das sein, dass die gerade bei den Leuten gut ankommen, die doch eigentlich von denen nicht zu erwarten haben. Ich arbeite jetzt im normalen Leben für den DGB und da fragen wir uns natürlich auch, wie kann es sein, dass so viele auch Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter diese Partei wählen. Um uns geht es immer darum, diesen Widerspruch deutlich zu machen, dieser Selbstanspruch, Partei der kleinen Leute, aber die reale Politik, die in eine ganz andere Richtung läuft. Und meine Frage wäre, würdest du sagen, dass sozusagen rechte Parteien oder rechte Regierungen, die so ein Konzept des Ethnozentrismus irgendwie quasi schon auch radikalisiert in ihrer Politik vertreten, dass die Form von Überausbeutung eher ermöglichen, vielleicht noch mit einem Beispiel versehen. Also es gibt ja diesen seit vielen Jahren bekannten Link auch zwischen einer, ich nenne sie immer modernisierten extremen Rechten, die sich deutlich von einer am historischen Faschismus orientierten extremen Rechten unterscheidet, und Formen des Neoliberalismus. Das spielte in den 1990er Jahren eine große Rolle. Mir fiel auf, dass jetzt, ich glaube heute oder gestern war er gerade in Deutschland, der Milei, der argentinische Staatspräsident, der ja so ein ultraliberaler ist, aber eben einen deutlichen Link auch zu dieser Form der extremen Rechten hat, vor einigen Wochen in Spanien war und dass da die gesamte europäische Rechte war, von Frau Meloni, auch bei Leuten aus der AfD, die den dort abgefeiert haben. Und mir ist nicht so ein richtiger Dreh eingefallen, wie man das gut nutzbar machen kann. Aber wo man, finde ich, sehen kann, dass jetzt gerade wirtschaftspolitisch diese Leute entgegen ihrer Selbstdarstellung ganz, ganz anders ticken und eigentlich ja für Bedingungen stehen, die Form von Ausbeutung und Fragezeichen jetzt auch Überausbeutung eigentlich eher ermöglichen würden oder besser ermöglichen würden? Also ich bin im Prinzip jetzt keine Expertin für diese Frage sozusagen, aber ich versuche trotzdem mal eine Antwort zu finden. Ich glaube, ob man das jetzt auf die Überausbeutung per se eng führen kann, ist für mich schwierig, aber ich würde schon sagen, man hat diese Diskrepanz, dass die AfD unter anderem auch sowas wie eine Arbeiterinnenpartei ist, schon dahingehend, dass man eben ansonsten keine politischen Organisationsformen haben, wo Arbeiterinnen tatsächlich ihre Interessen sozusagen vertreten sehen würde. Und dass der Klassenkonflikt, wenn man im Prinzip davon ausgeht, wogegen wehren sie Leute sich denn beispielsweise, wenn sie vermeintlich ihre Interessen bei der AfD verorten, tatsächlich aber nicht mehr als Klassenkonflikt führen, sondern eben entlang dieser Nationalität, Rassismusfrage sozusagen. Also Migranten rein oder raus, Abschottung und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist schon auch ein Ausdruck sozusagen der verstellten Klassenvision, wenn man es so nennen will, oder zumindest ein Klassenkonflikt, der nicht als solcher geführt wird und wo die Migration dann eine Rolle spielt. Und da kommt natürlich aber auch wieder die Frage irgendwie ins Spiel, werden dann aber trotzdem Migrantinnen toleriert beispielsweise. Ja, in der Pflege ist das durchaus in Ordnung sozusagen, weil das eben da die Engpässe auch sind, die man versucht zu überbrücken, wo die einheimische Arbeiterinnenschaft sich eigentlich nicht wirklich gut sozusagen kanalisieren lässt. Jetzt bei dem Beispiel zu Milei, also es ist jetzt so ein bisschen ein großer Bogen, ist es aber tatsächlich, glaube ich, schon auch interessant zu sehen, dass eigentlich ja so eine Art Disziplinierung dadurch stattfindet, wie die Leute arbeiten, wie sie sich reproduzieren, unter welchen Bedingungen. Und das hat dann schon auch, glaube ich, so einen Effekt damit, der zusammenhängt, dass man eigentlich nach unten tritt. Also dass man sagt, jetzt auch wenn Lindner beispielsweise darüber redet, wir müssen die Migration eindämmen und gleichzeitig müssen wir aber auch die Leute, die Sozialhilfeempfänger sind oder sowas, all das müssen wir disziplinieren. Und da spielen solche Tendenzen quasi ineinander. Und da kann es dann durchaus sein, sozusagen, dass sich die Leute, die denken, sie sind irgendwie die Mittelschicht und versuchen, ihre Privilegien sozusagen zu sichern oder zumindest einen gewissen Lebensstandard zu sichern, nach unten treten.
Und dadurch können natürlich auch in bestimmten unteren Bereichen der Gesellschaft sozusagen Überausbeutungsverhältnisse dann dadurch auch begünstigt werden, bis zu einem gewissen Punkt. Und ich glaube, das hängt irgendwie mit dieser Frage zusammen, wie die AfD natürlich dann auch tatsächlich wahrgenommen wird. Dass sie natürlich trotzdem keine Arbeiterinnenpartei ist, ist, glaube ich, ist analytisch sozusagen klar. Aber sie stellen sich strategisch sehr gut auf. Also sie hauen ja genau in diese Kerbe rein, wo der Klassenkonflikt nicht als solcher geführt wird, sondern spitzen es auf die Migrationsfrage. Das ist ja im Prinzip auch das, was Anton so ein bisschen am Anfang mit der Geschichte der AfD auch dargestellt haben. Am Anfang ging es eigentlich um eine Gegenwehr gegen diesen neoliberalen, super krassen Austeritätskurs sozusagen, der in der EU quasi gefahren worden, wo die ja auch keine Nicht-Neoliberalen sind, aber im Prinzip ging es ja darum, die Frage, geht man mit dieser Krise im Euroraum um? Eine EU-Kritik von rechts war das. Genau. Am Ende ist es dann auch fast gar nicht so verwunderlich, dass es sich dann auf diese Migrationsfrage so zugespitzt hat, sozusagen. Und das findet man ja in allen möglichen Feldern, die sie immer wieder damit verknüpfen, sozusagen. Ich finde es sehr interessant, weil ich denke, dass dieser Ansatz sehr, sehr hilfreich und sehr gut ist, um ja einerseits so die Begrenzung von ungewünschter Migration zu erklären, aber auch ihre strenge Reglementierung. So wenn irgendwelche Latinos ein einjähriges Work-and-Holiday-Visum zum Beispiel bekommen und dann im Niedriglohnsektor gelegenheitsmäßig arbeiten, egal ob mit geregeltem Arbeitsvertrag oder auch mal schwarz auf die Kralle. So, das sind doch die Dynamiken, die genau diese Überausbeutung hervorbringen. So diese gewollte, hochqualifizierte Migration kann damit nicht gefasst werden, aber das soll dieser Begriff ja auch nicht. Gefällt mir sehr. Sehr gut. Genau. Dann hat die Hauptvorstellung ja schon mal was gebracht. Nee, was ich sagen wollte, was ich einen interessanten Gedanken finde, ist, den Janina jetzt gerade gesagt hat, dass ja im Prinzip dann, wenn man diese Dynamik verstehen will, die Gerd gesagt hat, dass eigentlich die AfD bei denen, die meinen, sie würde vielleicht damit ihre Interessen ausdrücken, eigentlich genau diese Linie, diese Klassenlinie oder Klassenspaltungslinie auch politisiert, wo die in Anführungszeichen normal Ausgebeuteten sich bedroht sehen durch vielleicht Überausgebeutete oder noch nicht Ausgebeutete, die ins Land kommen können. Also dass ich diese... Ich habe einen passenden Kommentar dazu, den ich mal einblende. Achso, ja, dann bring ihn doch, oder willst du ihn kurz vorlesen? Kann ich auch machen. Zeitstrahl schreibt, die AfD spielt letztlich die Nationalismuskarte und verspricht die ausländische Konkurrenz um, in Anführungszeichen, die gute Lebensbedingungen in Deutschland vom deutschen Arbeiter fernzuhalten. Ich glaube, sowas... Genau, das ist ja im Prinzip zusammengefasst, was ich auch, worauf ich gerade hinaus wollte. Also diese klassenanalytische Dimension von Überausbeutung, nach der ich dich vorhin gefragt hatte, die wird da eigentlich dann unter einem anderen Vorzeichen relativ wichtig, weil genau das damit politisiert wird. Natürlich würde jetzt nicht die AfD bewusst sagen oder in ihrer Agenda sagen, wir wollen die Überausgebeuteten weghaben, damit die Ausgebeuteten sich nicht bedroht fühlen, aber und vor allem kann man diese schematische Aufteilung wahrscheinlich nicht so machen, dass die Überausgebeuteten alle Migrantinnen und Migranten sind, weil es gibt natürlich auch bundesdeutsche Leute aus der Arbeiterklasse, die überausgebeutet werden. Das ist ja erstmal was Ökonomisches und nichts, was jetzt mit Ethnizität oder Herkunft oder so zu tun hat. Aber diese Linie wird da eigentlich politisiert. Und man könnte dann sagen, ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen vulgärmarxistisch, aber dass diese neu geschürte Rassismus, den wir jetzt erleben und der natürlich auch noch weiter radikalisiert wird, nicht, also unter anderem auch seit Oktober letzten Jahres, dass der natürlich auch, wenn man das jetzt nur funktional erstmal sieht, natürlich auch darauf zielt, dann Überausbeutung zu disziplinieren, wie du das gesagt hast, Janina, und das eben zu festigen und diesen Zusammenhang auch aufrechtzuerhalten, weil Leute davon profitieren, dass Leute überausgebeutet werden und dann auch die Füße stillhalten, wenn sie wissen, wer sich jetzt hier zu sehr exponiert in seinem Kampf für ein besseres Leben, der kriegt vielleicht auf den Deckel von Rechten, entweder auf der Straße oder Rechten in Parlamenten, ob sie jetzt bei der AfD sind oder der
CDU oder SPD. Das sind jetzt keine irrelevanten Unterschiede, aber der Gesamtzusammenhang ist natürlich derselbe. Ja, und dann muss man ja auch sagen, also Gerd, du musst mich berichtigen, wenn du da ein bisschen wahrscheinlich mehr Insights hast, aber ich meine, was macht die AfD denn letztlich? Also es geht ja auch um eine gewisse Protektionismus, also einen Wirtschaftsprotektionismus zu haben und das im Prinzip auch in einem globalen Wettbewerb, wo jetzt auch China eine bestimmte Rolle spielt sozusagen und dann natürlich auch in diesem europäischen Kontext einen gewissen Protektionismus zu fahren. Das hat man ja ähnlich vielleicht auch mit diesem Wirtschaftsprotektionismus in den USA oder sowas gesehen unter Trump. Ja. Und da spielt die Migrationsfrage spielt immer so eine Art, also hat so eine doppelte Rolle irgendwie. Also einerseits hat man jetzt beispielsweise die guten Ausländer, die ja auch fleißig sind und die sind die paar, die das sind, die sind in Ordnung. Vielleicht sogar. Hört man vielleicht hier und da auch mal von gemäßigteren Teilen, in Anführungsstrichen, von AfDlern. Aber genau die, die sozusagen als Kostenfaktor gesehen werden, die als Problem für den gesellschaftlichen Zusammenhalt gesehen werden, die verantwortlich gemacht werden sozusagen für die klammen kommunalen Kassen und so weiter und so fort, die sollen im Prinzip alles raus und alles, was Kostenfaktoren auch Richtung Entwicklungshilfe sind, was aber vielleicht auch in Zukunft quasi Fluchtursachen betrifft, all das soll im Prinzip rausgehalten werden in einem Kontext, wo es ja weiterhin einen starken Austeritätskurs gibt, der eben auch, also das ja auch weiter befeuert auf eine Art. Ja, genau, ich weiß nicht, Gerd, ob du das so sehen würdest. Würde ich genauso sehen. Also wobei es, glaube ich, in der AfD, sagen wir mal, aus meiner Wahrnehmung zumindest zwei Linien gibt. Die eine, die jetzt sehr, sehr stark ideologisiert ist und die in den letzten Jahren immer stärker geworden ist, die ja, wie soll ich sagen, in funktionaler Sicht würde ich sagen, das Kind mit dem Bade ausschütten. Da übertrifft die Ideologie halt eine Form von Realpolitik, weswegen natürlich es zum Beispiel vielen Unternehmensverbänden ganz leicht fällt zu sagen, nee, die machen keine Politik, die in unserem Interesse ist, weil die uns ja abschneiden von der wahren Arbeitskraft, die wir irgendwie gerade in Zeiten von vermeintlicher Arbeitskräfteknappheit brauchen, also um den Preis zu drücken und so weiter und so fort. Und mir fiel auf, weil du das Beispiel eben hattest, in den Bereichen, wo man sagt, ja, da können wir die schon gebrauchen, weil da haben wir selber Probleme, Pflege, gibt noch eine Reihe von anderen Bereichen. Würde ich sagen, genau, das ist eigentlich, das wäre so dieses Unterscheidungskriterium. Die alte Lucke AfD oder auch bis zu Leuten von Meuthen, die hätten das auch genau so gemacht. Letztens las ich weiß gar nicht, es war nicht im Europawahlprogramm, ich bin mir nicht ganz sicher, wo. Und da ging es genau um diese Frage, ja, Fachkräftezuwanderung, aber wäre das nicht für diese Bereiche genau wichtig? Und da wurden von der AfD immer so Sachen gebracht, naja, man muss dann technologische Lösungen finden. Da wurde der Pflegeroboter nach vorne gestellt, weil man nicht die Pflegende aus einem Drittstaat haben will. Wo ich denke, da schlägt Ideologie wirklich Realpolitik in einer gewissen Weise. Also weil das eine sozusagen eine Zukunftsvorstellung ist, die vielleicht nicht komplett irreal ist, aber jedenfalls keine von heute und vielleicht auch nicht von morgen ist. Aber da ist das sehr, sehr stark. Und einen zweiten Punkt, du hattest den auch vorhin genannt, das spielt, glaube ich, schon auch eine Rolle, wenn man sich anguckt, ich habe mir mal anguckt im Zusammenhang mit den Europawahlen, wie einige dieser Parteien, da wo sie auch in Regierungsverantwortung sind, agieren. Und da kann man natürlich sehen, dass sie gerade in diesem Bereich Arbeit und Soziales sehr, sehr rigide vorgehen und das quasi an den migrantischen Menschen, das durchdekliniert wird, was aber auch als Drohung über allen anderen schwebt. Also ich finde, man kann das bei der Bezahlkarte oder bei der Diskussion darum ganz gut sehen. Da wird natürlich eine Gruppe erstmal genommen und im Konsens, auch oder sagen wir mal in einem relativ breiten gesellschaftlichen Konsens, wird gesagt, ja klar, die müssen sich hinten anstellen, warum sollen die irgendwie hier Barleistungen kriegen? Das reicht ja Sachleistungen. In Italien ist diese Form von Bezahlkarte, die gibt es dort schon länger. Die wird aber auch auf Menschen angewandt, die von sozialen Transferleistungen darauf angewiesen sind. Zum Beispiel kann man über diese Karten keinen Alkohol kaufen, darf keinen Lottoschein kaufen und ich weiß nicht, Zigaretten glaube ich auch nicht. Das heißt, das sind natürlich Formen von Disziplinierung, die dann von einer definierten Gruppe mit einem Mal auf andere überschlagen und eben nicht mehr nach ethnischen Kriterien, sondern dann nach sozialen Kriterien strukturiert werden. Und das wäre, glaube ich, ein Punkt, um deutlich zu machen, wohin eine solche Politik führt, dass es eben genau an diesen leicht zu markierenden Gruppen ein Einstieg ist, aber auch andere Gruppen danach treffen wird. Wenn ich noch eine Sache hinzufügen kann, was ich natürlich interessant an dem Punkt finde, ist ja genau dieses diese Doppellogik. Also man hat die Migrantinnen, die ganz unten stehen und die quasi über ihren Konsum diszipliniert werden und man hat quasi die Sozialhilfeempfänger, die das ebenfalls genauso sozusagen
erfahren. Und da sieht man auch, wie variabel so ein Rassismus eingesetzt wird oder nicht. Und auch in dieser Fachkräfteeinwanderungssache und sowas. Also es gibt ja durchaus, wie gesagt, auch in Anführungsstrichen gemäßigtere AfDler, die durchaus gesagt haben, naja, man kann ja schon mal überlegen, Leute, die lange hier arbeiten, die, ja, die kann man ja schon einbürgern und so weiter. Und gleichzeitig ist ja auch diese Diskussion um den Pflegeroboter, ist ja nicht nur um die migrantischen Arbeiterinnen fernzuhalten, sondern letztlich auch Kosten zu sparen und natürlich auch da in diesem Pflegesektor natürlich auch die Möglichkeit zu haben, das extrem zu rationalisieren und eben auch einfach Arbeitsplätze abzubauen, die halt tendenziell sonst vielleicht sich organisieren würden und endlich mal sich sozusagen auch ein größeres Stück vom zu erkämpfen könnten. Sagen. Also das ist jetzt keine so leichte 1:1 Übertragung dieser Idee, aber es hängt ein bisschen damit zusammen. Ja, ich finde das gerade sehr interessant, was gerade Gerd gesagt hat. Einerseits, ja, dass die Arbeitgeber eben auch, weil sie auf Migration ein Stück weit angewiesen sind, sich klar gegen die AfD positioniert haben, und andererseits, dass realpolitisch doch für die deutsche Wirtschaft eine gesteuerte Migration sinnvoll wäre. Ja, es ist schon bemerkenswert, weil genau die etablierten Parteien der Ampel ja dieses Programm haben und ja, so leider halt ein Stück weit Migration. Also es finden sich natürlich immer Leute, die zu noch so schlechten Bedingungen in Deutschland arbeiten werden, weil Deutschland halt genauso wie die Amerikaner früher und jetzt auch in zunehmendem Maße die Chinesen große Teile der Welt niederkonkurriert mit ihren Exporten, mit diesen Dumpinglöhnen und so weiter. Dementsprechend ja, werden da viele Leute aus der kapitalistischen Wirtschaft in Arbeitslosigkeit oder ganz schlimme Arbeitsverhältnisse rausgeschleudert oder reingezwängt. Und Deutschland kann die dann mit den ganzen Dumpinglöhnen wieder einsaugen und hat so viele Mechanismen, auch durch Freiwilligendienste oder viele andere Mechanismen, mal kurz Leute einen Vollzeitjob machen zu lassen in der Pflege, der dann mit ein paar lächerlichen 100 Euros als Entschädigung für den Freiwilligendienst entlohnt werden. Also da ist man sich für nichts zu schade, und ja, solange die Leute dann, die migrantisch gelesenen Leute, dann die niedrigeren, ja, Hierarchien antreten, hat auch niemand was gegen, bis auf eben dieser krude, offene Rassismus, über den sich dann ganz viele empören. Ich hätte sonst, also wenn ihr das dazu nichts habt, würde ich mal langsam schon an euch beiden so die Schluss- und Outro-Fragen stellen, wenn das okay ist. Es sei denn, du hast noch was, Anton. Sonst kriegt, also Gerd, würde ich die 100.000 Euro Frage in diesem Zusammenhang natürlich stellen. Also du hast vorhin schon eine Prognose gegeben, wie du jetzt auf die kommenden Landtagswahlen, aber darüber hinaus auch die weitere politische Entwicklung und politische Formierung der Rechten blickst. Ganz einfach und allgemein gefragt, was müsste oder welche Hebel siehst du, um das kurz-, mittel- und langfristig von links zu beantworten und damit auch erfolgreich zu sein? Also was zum einen hieße, jetzt die AfD unmittelbar erstmal zu schwächen, aber darüber hinaus natürlich auch rechte Politik, die eben, wie wir gesagt haben, mehr ist als nur AfD, zu kontern. Was sind die Hebel dafür? Ganz direkt, wie muss das praktisch aussehen? Also muss man jetzt so eine Massenbewegung, wie es sie gegeben hat, nochmal machen? Oder muss man sie anders machen? Sowas? Also welche Mittel siehst du da? Und in dem Zusammenhang an Janina die Frage, was wäre da zu tun, spezifisch aus der Position von Ausgebeuteten und Überausgebeuteten, um eine Klassenallianz in diesem Zusammenhang zu schaffen? Also anhand welcher Punkte kann man da eine gemeinsame Perspektive schaffen, wenn sie nicht eh schon besteht? Aber was ist dafür entscheidend? Also quasi welche antifaschistische Strategie unter dem Gesichtspunkt einer Klassenallianz, um es mal ein bisschen großspurig zu sagen, wäre dabei wichtig? Vielleicht habt ihr ja ein paar Gedanken dazu. Ja, die 100.000 Euro Frage kann ich leider nicht wirklich gut beantworten. Ja, da gibt es natürlich Stichworte zu, aber die sind in vielen Fällen hilflos. Sagen wir mal so, wir haben es mit einem Aufstiegsprozess jetzt seit über 10 Jahren zu tun, aber das ist nur der Blick auf Deutschland. Wenn wir auf unsere europäischen Nachbarländer gucken,
dann sehen wir da einen Aufstiegsprozess seit mindestens 20 Jahren. Und nach Frankreich, keine Ahnung, wie die Wahlen, ich glaube, nächste oder übernächste Woche ist der erste Durchgang der Wahlen, wie die da ausgehen. Aber das sieht nicht gut aus. Und in Frankreich gibt es immerhin eine wahrnehmbarere Linke im Moment, als es sie in Deutschland jedenfalls gegenwärtig gibt. Vielleicht ein paar Punkte nur, die mir einfallen würden. Ein Problem ist, dass die AfD an Punkten Alleinstellungsmerkmale hat oder mindestens in der Wahrnehmung Alleinstellungsmerkmale hat, die sie nicht haben müsste. Zum Beispiel das Thema Krieg, Frieden. Ein Thema, was von der AfD völlig zu Unrecht ihr zugerechnet wird. Die AfD ist alles andere als eine antimilitaristische Partei, sie ist eine militaristische Partei. Aber sie bezieht in dieser Frage der Waffenlieferung des Ukraine-Kriegs eine Position, die sie in den Augen von vielen als einzige außerhalb eines scheinbaren Konsenses stellt. Aber das ist eine völlig reaktionäre rechte Position. Die AfD sind in vielen Fällen tatsächlich das, was anderen, die von links sagen, dort Fragen formulieren, vorgeworfen wird, sie seien Putinisten. Die AfD sind es, weil sie dort ein Modell erkennen, ein autoritäres Modell, was sie prima, was sie gut finden, wo sie, dem sie vieles abgewinnen können in der Frage wie, was weiß ich, von der Familienpolitik bis hin zu der Frage des Nationalismus. Aber das muss nicht so sein, dass die AfD dort die einzige Alternative für diejenigen sein müsste, die mit einer Politik, die sagt, nur Waffenlieferungen können diesen Krieg beenden, irgendwann einen Siegfrieden schaffen, die damit unzufrieden sind. Das ist ein Versagen auf jeden Fall linker Politik, meiner Ansicht nach. Wir hatten über die EU-Wahlen geredet. Anton hatte es auch vorhin so eingeleitet. Ich glaube, es gibt nach wie vor auch innerhalb der Linken, auch innerhalb der Linkspartei sicherlich auch noch eine Kritik an diesem Modell der EU, was natürlich kein Modell ist, um einen, wie soll ich sagen, ökologisch menschenrechtsbasierten Green Deal umsetzenden Wohlfahrtsstaat zu schaffen, sondern was von seinem Ansatz her ein vor allen Dingen im Kapitalinteresse entstandenes Modell ist und was auch in vielen Fällen so funktioniert. Aber diese Kritik ist sehr, sehr stark in den Hintergrund getreten. Und die einzigen, die in vielen Fällen als Gegenpart zu einer Form der ja nach wie vor neoliberal geframten Globalisierung in Erscheinung treten, ist eine Partei der extremen Rechten. Und auch das ist aus meiner Sicht natürlich ein Versagen der politischen Linken in der ganzen Breite, weil damit diese Parteien als diejenigen dastehen, die als einzige ein scheinbares Alternativangebot haben, obwohl sie das aus meiner Sicht gar nicht haben. Insofern wären das, wie ich finde, wichtige Punkte, dem etwas entgegenzusetzen. Ich will jetzt nicht davon reden, wie man Politik in diesem Land umgestalten müsste, weil die Linke weit davon entfernt ist, an politische Schalthebel in diesem Land im Moment zu kommen. Aber natürlich würde es darum gehen, die ganzen Bedingungen, in denen der Aufstieg dieser Form der extremen Rechten stattgefunden hat. Und das hat etwas mit einem auf harker Konkurrenz basierten neoliberalen Ausformung des Kapitalismus zu tun, an der etwas zu ändern. Aber die gegenwärtige Politik geht in eine ganz andere Richtung. Stichwort Schuldenbremse und so weiter. All das sind, glaube ich, eher Aufbauprogramme für die Parteien der extremen Rechten. Insofern bin ich da eher pessimistisch, aber habe vielleicht ein paar Punkte zumindest genannt, an denen man ansetzen könnte. Soll ich da gleich anknüpfen, weil das passt eigentlich ganz gut. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen durchdekliniere, was diese großpolitischen Perspektiven, die du jetzt gerade auch aufgeworfen hast, Gerd, was das bedeutet sozusagen für so eine Klassenallianz, was du gerade gesagt hast, dann ist es natürlich interessant, sozusagen nochmal von der betrieblichen Ebene auszudenken. Also wo finden die Überausbeutungsverhältnisse statt? Wo findet auch diese Unterscheidung zwischen überausgebeuteten Arbeiterinnen und ausgebeuteten Arbeiterinnen quasi, wie materialisieren die sich ganz konkret in den unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen, Reproduktionsbedingungen? Das zeigt sich eigentlich sehr stark. Ich würde sagen, wenn wir davon, wenn wir überlegen, sozusagen, wie wir von einer Klassenfragmentierung wegkommen, die entlang dieser Linie läuft, dann lohnt sich das im Prinzip auf die betriebliche Ebene zu schauen. Und da natürlich auch als Gewerkschaft, ebenso wie als soziale Bewegung, die sich vielleicht antirassistisch oder migrationssolidarisch sozusagen verstehen, da auch anzusetzen, weil da im Prinzip die ganz konkreten politischen Ansatzpunkte sind in dem Sinne, dass ich sagen würde, da kommen diese unterschiedlichen Arbeitsgruppen zusammen, da arbeiten sie zusammen, da finden auch
also Fragmentierung statt, aber da könnte diese Fragmentierung auch politisch so deutet werden, dass man auch mal ganz klar macht, wer eigentlich tatsächlich der Interessensantagonist ist sozusagen. Und das kann sich aber da meines Erachtens am ehesten politisieren oder auch demokratisieren nochmal anders, weil wenn man jetzt dass diese Überausbeutungsthematik jetzt politisch sozusagen auflädt, das nur problematisiert, dann besteht natürlich die Gefahr, dass man das moralisiert und das ist aktuell in diesem Diskurs wahrscheinlich nicht sinnvoll, also weil es auch einfach nicht funktioniert, sozusagen die Leute über skandalisierende Überausbeutungsverhältnisse aufklären zu wollen, sondern tatsächlich da anzugreifen, sozusagen, wo eigentlich die Leute auch konkret diese Wahrnehmung überhaupt nachvollziehen können, wie migrantische Arbeiterinnen vielleicht in ihrem Betrieb arbeiten, reproduzieren und da natürlich auch zu vermitteln, wo sind eigentlich die geteilten Interessen, sagen, wer produziert unterschiedliche Arbeitsverhältnisse, wer ist eigentlich dafür verantwortlich. Und ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, der mir am naheliegendsten erscheint, weil ich auch denke, dass, wenn man jetzt ein bisschen guckt, was Gerd, du hattest das ja vorhin auch gesagt, dass es eigentlich in dieser ganzen Frage, wie diese Anti-Rechts-Demos jetzt gelaufen ist, dass da eigentlich diese betriebliche Ebene, also dass sich das da gar nicht übersetzt hat, wie die Gewerkschaften eigentlich jetzt vielleicht mobilisiert haben für Demonstrationen gegen diesen Rechtsruck, aber das auf betrieblicher Ebene gar nicht umgesetzt wird. Da ist es aber eigentlich zentral, weil da eben auch diese die Leute auch aufeinandertreffen. Also das wäre im Prinzip der Ankerpunkt, den ich da sehen würde. Alles klar, dann danke euch beiden. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, Anton, dann sprühen wir hier jetzt nicht vor Optimismus, was die politische Lage angeht, aber wir haben zumindest ein bisschen was umrissen, was entscheidende Punkte sind in der Auseinandersetzung sowohl mit rechter Formierung und extremer rechter Politik und der deren Perspektive, aber auch der besonderen Rolle von Ausbeutung und Ausbeutungsverhältnissen dabei, was nun speziell zu tun hat mit den Motiven, warum vielleicht gerade gewisse Teile der Lohnabhängigen anfällig sind oder warum bestimmte Teile der rechten Ideologie und Propaganda gerade da verfangen. Und das sind genug Punkte, die einerseits wir natürlich weiter diskutieren müssten. Wir haben jetzt heute eine ganze Menge erstmal nur so grob aufrufen und mal umreißen können, aber die weiterhin auch wahrscheinlich auf diesem Kanal und auch in unserem Heft und in linken Medien generell weiter der Diskussion bedürfen und uns in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch weiter beschäftigen werden und auch beschäftigen müssen, weil sich eben die Dinge darstellen, wie Gerd sie vor allem so umrissen hat, was die nächsten Monate und natürlich auch die nächsten Jahre betrifft. Ja, dann sage ich Dankeschön an euch alle für die Zeit, die ihr euch genommen habt und ja, die interessanten Artikel, die geschrieben wurden und hier besprochen wurden. Der Link zur Z ist unten in der Videobeschreibung bei YouTube und ich glaube auch bei Twitch und bei dem Podcast werde ich es dann im Nachhinein auch reinpacken. Da könnt ihr die aktuelle Ausgabe der Z, der Ausgabe Nummer 138 von der Zeitschrift für marxistische Erneuerung bestellen, wenn es euch überzeugt hat. Und ja, ansonsten vielen Dank John, vielen Dank euch allen für die Zeit und dann ja, sehen wir uns bei der nächsten Heftpräsentation wieder. Danke dir, Anton. Tschüss. Tschüss. Eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal
PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.